Hallo und herzlich willkommen wieder zurück auf dem Kanal Erklärungsnot zu einem neuen Let's Play Together. Heute mit Dance Macabre auf dünnem Eis. Einem neuen Winnewild-Abenteuer mit mir, den Klungertrachen, und natürlich der Bro ist dabei. Tja Leute, ja, ich auch mit am Start. Ja, auf dünnem Eis, was soll man? Wir sind kann man sich schon mal wagen. Eis. Also, los geht's. Ja, von da... Ja, das, wir wissen nicht genau, ob es Dance oder Dance Macabre, ob das, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Ja, vielleicht sagt irgendjemand in der Story was dazu oder wie auch immer. Jeden Fall ein Wimmelbild von der großen Mystery Wimmelbild Paket Nummer 9 von Big Fish Games. Big Fish Games. Der große Konkurrenz von Artifacts Mundi. Ja, wahrscheinlich. Kann man so sehen. Leg los. Wir gucken einfach mal rein. Natürlich individuell. Individuell? Es gibt sogar 4 Schwierigkeitsgräde. Eigentlich gibt es immer nur 2. Ich kann mir vorstellen, bei individuell. Ah ja, genau. Kannst du nur individuell machen. Da kann man halt dann. Oh, Experte! Gibt es aber ganz schön viel Zeug. Ich würde vielleicht sagen, wir machen fortgeschrittener, oder? Was steht unten? Tipp und lösen. Langsam ist klar. Fehlerstrafe. Hinweisglitzern ist wieder seltener. Und du erhältst hilfreiche Nachrichten, zumindest wenn wir nicht weiterkommen. Ja, das schaffen wir schon. Ich denke auch. Oh, endlich wieder Wimmelbild. Das sind doch erfahrene Wimmelbildler. Gott sei Dank. Wobei wir in der Regel fast nur Artifacts Mundi-Wimmelbilder spielen. Vielleicht. Das stimmt. Ist das an der Stelle ein Handicap? Weil ich würde behaupten, die Wimmelbilder in Aufbau und Rätseln ähneln sich sicherlich ein bisschen der Herstellerweise, der Publisherweise. Das könnte sein. Ja. Detective, my star dancer Ruth Fisher has a crazy fan stalking her. Ich bin gespannt, ob sich so unterscheidet von den Abläufen, weil bei Artifacts Mundi hat man dann irgendwo, okay, alles klar, jetzt Schraubenzieher, jetzt das. Ja. Mal sehen, ob das ja ähnlich ist. Der Ruth Fisher. Fischer Ruth. Ja, nee, ist okay. I'd let you in, but our front gate is frozen shut again. Maintenance won't return until tomorrow. So you're on your own. Zugefrorenes Eingangstor. Nein, Gottes Willen. Und der Hausmeister hat wieder Feierabend. So, der gleich. Look ist nicht... Mr. Chardy klingt wirklich besorgt. Ich hoffe, dieser Stalker ist nicht gewalttätig. Hm. Sieht so ein bisschen lookartig, aber comicartig aus. Ne? Ist jetzt stimmt. Nicht dieses... So, rechts unten haben wir wie immer die Tipps. Inventarschloss. Ach so, das kann man dann festsetzen. Hier haben wir die Beweissammlung. Oh Gott, sind wir... Christopher Chardy. Choreograf. 37. Astro-Manager. Mhm. Schön, okay. Krasser Typ. Das schon, das sieht ja. Sehr wahrscheinlich ist. Jetzt können wir es nicht machen. Okay, weiter. Dann gucken wir uns mal an. Wir haben da drüben schon. Die Untersuchungslupe, da glitzert es auch. Etwas. Gehen wir hin. Da ein Mistelzweig. Brauchen nicht. Was ist das? Ein Föhn. Da kann man Spor auftauen. Das hätte ich aber echt nicht erkannt als Föhn im ersten Augenblick. Das sind Flyer für Miss Chardy's Show. Hm. Ich glaube, Ruth ist auf allen abgebildet. Ne, zeig mal her, wie sieht die Ruth aus? Da hat der Hausmeister wohl seinen Werkzeugkasten vergessen. Aber hat ihn zugeschlossen vergessen, der Junge. Na, weil der Kinder das Werkzeug klaut. Hm, okay. Was haben wir da oben? Wir haben Hedwig. Die sind entflohen vom Harry Potter. Kleine Eule ist aber weit weg vom nächsten Wald. Nein, da sei ich leider hin. Verstehe ich gerade nicht. Okay. Okay. Gibt doch bestimmt auch Sammel irgendwas. Das ne? Kann ich mir achten. Auch vorstellen. Auf jeden Fall können wir an der Gondel was machen. Ich muss erst den Schnee wegfegen. Na, weil du mit Föhn ausbacken musst, bestimmt. Aber ich glaube, aber da steht ein Pluszeichen drauf. Was brauchen wir denn? So einen sollte ich mir anschaffen. Könnte bei diesem Wetter nützlich sein. Wie praktisch, ein Batteriebetriebener Föhn. Oh, ein Batterieföhn, ist echt geil. Haben wir nur Batterien, hä? Was ist hier drauf? Spiegel. Spiegel, Spiegel an der Wand. Zeig uns, wo die Batterien gleich sind. Okay, ja, Batterien habe ich noch keine. Das war abzusehen. Kannst du unten zum Tor gehen? Bestimmt Tor. Was könnte ich mit dem Spiegel wohl machen? Hm. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Wir gehen zum Tor. Hier ist der Eisbahn. Siehe da. Dank des letzten Unwetters ist das Tor komplett zugefroren. Da ist eine Schwangerei. Ist sogar ein Besen reingefroren. Da haben wir mal Besen. Auch noch mal Kerne mit dem Besen weg. Geht auch. Schnee. So, eine Karte des Geschehens. Okay. Sieht das mal ein bisschen verrückt aus. Okay. Da hat jemand ein Schild ignoriert, wie ich sehe.
Woher siehst du, dass es ignoriert wurde? Ja, darf halt keine Reihe oder so. Ach, das weiß ich. So, ja, es sieht so aus, als ob man Schlüssel brauchen. Das ist doch eine Vertiefung mit Symbolen. Völlig vereist. Na gut, dann werden wir ein föhnendes Tor auf. Machen wir mal bestimmt, dass wir mit dem Besen hier abkehren. Wir kehren ab. Aha. Was haben wir da? Neues von der Eisbahn. Klingen der Vergebung. Ein voller Erfolg. Ruth Fischer erlangt Ruhm mit der Konkurrenz. Das ist Ruth. Der Kunde sieht aus wie der Clark Kent von Superman. Echt? Ja, mit Schneemann. So, weg mit der Decke, die nehmen wir mit. Oh, das könnte ein Wimmelbild werden. Das erste Wimmelbild. Juhu! Da unten sehen wir relativ klassisch Schattierungen von Gegenständen, die zu finden wären. Das finde ich. Das ist auch schön gemacht, dass es so zusammenfällt. Eine Glocke? Eine Glöcksche, wa? Ein Dominostein? Eine Eichel und eine Kanne. Da ist das Klingel. Glocke, Klingel, was auch immer. Dominostein, da sind doch, ich sag, da ist eine halbe Eichel. Tatsache, das heißt, irgendwo muss die andere Hälfte. Ich sollte den Rest eingravieren. Okay, eingravieren. Mit was? Mit Messer? Was? Und graviert? Ein Cuttermesser liegt bei der Gitarre oben drauf. Du musst da was eingravieren. Okay, ich hätte jetzt sogar. Es gibt ja bei Holz so Einbrennungen hier mit diesen Lötkolben oder sowas, ja? Wer hat's nicht in der Schule früher gemacht? Lötkolbenbilder. Da haben wir eine Schildkröte. Ist wo rausgefallen. Die liegt da ja. Ah, egal, da ist. Geht bestimmt der Koffer auf. Aha! Teekanne, na gut. Da links bei der Gitarre und drüber. Ah ja, guck an, da haben wir es doch schön, das Teekännchen. Oh, es geht weiter. Hä? Eine Hals, eine Kette, Hals, also eine Halskette mit Stern. Aha. Da, Stern ist halt auch so Gepäcksterne, das glaube ich, ne? Halskette mit Gepäck, mit Gepäckstern. Gepäckstern. Wolle mit Nadel, was wurde das? Das war eine Schlaufe, die du am Paket rum hast. Ach ja, Wolle mit Nadel ist in der Mitte ungefähr. Wolle mit Nadel. Und eine Hals. Obwohl, das könnte die sein, na klar. Aber mit Stern. Ja, also es ist einfach. Es ist einfach eine Andeutung auf, es ist eine Halskette. Weil Hals und eine Kette. Voller Saft haben wir es drauf, werden wir schwächer, lade uns auf. Wie bitte? Es steht hier unten. Drei gewinnt? Was? Na, das ist bestimmt zum Überspringen. Rätsel-Überspringen-Spiel. Na gut. Dann machen wir das halt. Drei gewinnt. Musst du das machen? Anscheinend nicht, oder? Na doch. Nee, warte mal, stopp, gehen wir zurück. Wir müssen jetzt im Wimmelbild die Batterien finden. Da sind sie doch. Das ist nur ein Hinweis. Voller Saft haben wir es drauf. Werden wir leer, laut uns auf. Ach, wir suchen Batterien. Okay. Sehr gut. Ey, wir haben einen Schneemann. Wo haben wir den her? Den haben wir in diesem, hier oben war der. So, wir haben einen leckeren Föhn. Kann man den Hedwig? Schneemann dort irgendwas bei der Gondel machen? Also hier links bei der? Schneemann. Bei dem Unterstandding? Schneemann? Bei dem Unterstehding. Achso, nee, hier war es ja so ein Handwerker-Symbol, sag ich mal. Oder ein. Der Hausmeister zupft. So, es wird geföhnt, dass man ordentlich hier. Ja, genau. Föhn mal das Schloss auf. So, fast schon. Wie hieß es denn also gerade? Den Schneekönigin neu verföhnt oder ja, irgendwie? Ja, gibt's durchaus. Nee, Rapunzel neu verföhnt. Oder so. Boah, so echt der Russe. Was ist das? Das sieht eher nervös aus. Der Mr. Charlie. Please help me. I'm Donald Perry, and I've got to speak to Miss Ruth. I have something very important to tell her. Sieht aber nicht so verrückt stalkermäßig aus. I've got to. I gotta sit. I don't feel so good. Fühlt sich nicht gut, der Kollege. Ruth's in danger. Okay. So zusammengefallen. Donald, this is that fan I told you about. What happened? Wait, he's not breathing. Oh my God, is he all right? Na, das sieht kaputt aus, Sekunde, ja. Donald hat das Bewusstsein verloren. Was ist passiert? Vor allem der sagt, oh mein Gott, er atmet nicht. Und dann hat das Bewusstsein verloren. Ich muss gucken, ob er in Ordnung ist, okay. Ich habe ein ganz unes Gefühl. Ich muss schnell prüfen, ob er noch lebt. Er atmet aber. Bitte weg, Junge. Hast gleich rausgefunden, ob er auch atmet. Macht man das denn eigentlich an der Hand? Hast du irgendwas, wo man. Ein Spiegel! Halt den Spiegel vor Mund, wenn er anläuft, atmet er.
Er atmet nicht, kein Puls. Woran kann er gestorben sein? Da stimmt doch was nicht. Kein Atem, kein Puls. Aber Atem merkst du, ah, wenn du, also du musst als so nicht... Als ob man mit dem Spiegel einen Puls rauskriegen den. Ja. Na, knapp nochmal. Hallo, was? Knapp nochmal aus. Kryptische. Seid ihr so cool, da fehlt ein Knopf. Da. Na, deswegen können wir es natürlich nicht aufmachen, weil ihr Knopf fehlt. Das ist klassisch. Ja, tot, kein Zweifel. Und ich gehe jede Wette ein, dass kein natürlicher Tod war. Nee, das glaube ich auch nicht. Was muss? Herzinfarkt? Das ist nicht Schaufel. Blödes Zeug. Ja, das stimmt aber nichts. Ab geht's. Ja. Ah, Wimmelbild. So, jetzt Zitrönchen. Eine Schöpfkelle, ein Tuch, eine Pinzette und ein, was weiß ich, Puzzlestück. Ob Zitronensäure stark genug ist, als ob. Hast du die Zitrone oder was? Kannst du die benutzen? Wir werden das sehen. Tatsächlich. Zitrone ist eiskalt. Das ist so ein Ding. Ich habe gerade in dem Bild oben bei der Schachfigur ist noch so ein Symbol. Ja, da hast du recht. Das heißt natürlich, dass wir mit der Pinzette auch vielleicht was machen müssen, ne? Das ist gut möglich. Der Kurier kann man noch was machen. Die Kelle ist doch hier beim Kaffee dort. Davor, bei der Tasse. Ja, stimmt. Und das Tuch könnte das sein? Ja. Oder das? Und so. Ah ne, der Knopf fehlt noch. Knopf. Was ist denn hier? Mit einem Lappen könnt ihr den Schmutz entfernen. Okay. Mach mal. Wir wischen. Aha. Wir haben es ja damals schon gesagt, wutschen und wedeln. Okay. Aber das ist doch das, was ich... Vielleicht musst du das... Aha. Herz vor links. Mysteries Kanne. Was ist da? Das ist das und das nochmal. Aha. In der Teekanne liegt etwas, aber meine Hand... Passt da nicht rein. Schöpfkelle. Man könnte die Teekanne ja auch einfach drehen. Nein, du musst mit der Schöpfkelle reingreifen. Was ist das? Ein Baseball? Nee. Ach, eine Tee-Ohr, wie du siehst. Tee-Ei. Aua, die Teeblätter sind natürlich heiß. Pinzette. Die Pinzette. Wo machen wir das? Die Flüssigkeit hat sich direkt durch das Papier gefressen. Was ist das für ein Teufelszeug, wenn das einer trinkt? Ich spinn. Aber wir haben einen Knopf. Glückwunsch, gefunden. Knopf. So, was mit Zelda hört. Ist echt so. Kein Atem, Knopf gefunden. Ätzende Flüssigkeit in Teekanne. Achso, er hat aus der Teekanne quasi getrunken. Top ran. Och mal, jetzt ist es zäh. So, also willst du mich verarschen? Ich krieg doch noch ein Rätsel hier wieder, wie du das zu lösen hast, oder was? Du musst die gleichen bestimmt betätigen, oder? Mach mal auch die gleichen immer. Ja, genau. Wer hat hier solche Knäpp an am... Das ist auf jeden Fall... Die Jacke kriegt doch keiner auf, so einfach. Wenn du die aufgemacht hast, da ist vorbei. Der Junge, wenn er dir immer so eine komplizierte Jacke anhat, kommt es doch nie dazu. Bitteschön. Lieber Ruth, ich kenne dein Geheimnis. Vertrau diesen Leuten nicht. Sie sind gefährlich. Bitte erlaub mir, dir zu helfen. Ergebenst Donald Perry. Der wollte die Dame für sich. Das ist Fakt. Nee, da wollte sie vom bösen McGregory retten, oder wie der ist. Theorie-Mord. Du bist aber gut drauf. Donald hat aus sein Geheimnis von Ruth herausgefunden. Na, du siehst schick aus wie so ein Gefährlicher. No, no, this could ruin the opening night. I'll call the police. Was nett. I've got to tell our cast and crew about Donald. He was a pest, sure, but he didn't deserve this. Oh, my God. Hey, the Fuchs Mörderstatue. Fuchs-Emblem. Oh, das ist ja. Okay, also bei dem Kollegen können wir nichts mehr machen. Wir haben ja aber noch einen schönen Weihnachtsschlitten. Da kommt der Herr Kollege rein. Stimmt. Hey. Das. Aha. Aha. Eins von zwei Hackensymbolen. Ja. Kann man den schon mitnehmen? Nö. Das Hausmeister-Symbol. Hausmeister. Voll normal, wa? Dort geht's hin. Da gehen wir mal zum... Der Umriss ist eindeutig, ne? Ich brauche ein Herz, ja. Ja. Und dann geht was aber. Das gehst ist, du dort hin? So, das ist eine Karussell, Spieluhr, oder? Karussell, was auch immer. So, Lobby. Da ist der Rot. Christopher?
What's the matter? Was it that man? Is he here? Nicht mehr. I've got it all under control, Ruth. Just go back to your hotel condo. I'll explain everything later. I'm sorry, but I can't let you speak to Ruth. Opening night is tomorrow, and she has to stay focused. Ach, du hast so irgendwelchen abgedrehten Zaubermeter vor. Search anywhere you like. We've got nothing to hide. Klick auf. Guck mal, der glitzert aber, oder? Ich denke, ja, der hat ja, ja. Da ist Schuld, ich weiß es. Hier und da mit Fuchs. Hau das Fuchs-Emblem dann. Oh, echt. So, was haben wir denn hier? Wir haben einen Cocktail, der ist schon mal gefährlicher. Ich die Kamera mitgehen lassen. Das sei ganz schön krank drauf. Das da fehlt eine Schnalle. Ach so. Müssen wir den Rot zurückholen. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Aber da. Arme Rot, so eine Vorlage, ja, es tut mir ja leid. Ist schon assi, ne? Verlangsch. Zettelchen. Doch, hier. Das ist ein, auf dünnem Eis ist einfach eine Kür von Schlittschuhläuferin. Nee, das war. Peinliche Auseinandersetzung. Das Anfang vom Ende. Ruth und der Walder. Ist ihre Beziehung am Ende? Ja, der Ruth und der Walder. Ist das eigentlich hier so? Naja, wir kennen jetzt hier. Woher wissen wir, wie alt er ist? Das freue ich mich allerdings sehr. Ach, der Ruth ist 28. Wurde bedroht. Von wem? Hier haben wir die ganzen Nachrichten. Ganz wichtig. Ja. Gut, okay, haben wir alles gesehen. Der hat die doch gar nicht bedroht, der Donald. Entschuldigung. Da wollte doch nur das Beste für sein. Knoten ist fest. Ich brauche es zum Durchschneiden. Ah, das heißt, die Zeitung kann man aber noch benutzen. Genau, barsch mal die Kamera auseinander. Mhm. Dafür brauche ich ein spezielles Werkzeug. Aha. Beim Hausmeister bestimmt drin. Beim Hausmeister Krause. Haben wir den? Kannst du hier hinten? Zur Lounge können wir gehen. Okay. Ansonsten ist es. Ja. Lounge, Junge. Oh ja. Ist auf jeden Fall so von den Hintergründen ein bisschen unauffälliger, wo man was machen kann, oder? Ja. Schon den Kopfschmuck ausprobieren. Wer ist Michelle? Das ist die Frau. Oh ja. Sternsymbol. Der Stern geklaut. Das ist ja eine Schweinerei. Kostet wohl. Das sieht aber relativ freudig hier aus, dafür, dass irgendwie eine Premiere morgen ist, ja. Übel, ja. Alles voll Spinnweben und so ein Blödsinn. Ist das so ein Schlittschuh-Symbol oder so? Ein Schlittschuh-Emblem, ja. Okay. Bonbons! Die können wir wieder nicht nehmen. Fies. Müsste da nicht noch so ein Plättchen dran sein? Oh Gott. Also, wo, hä? Da musste. Ach, hier unten. 23 brauchen wir. Tatsache. Okay, aber du hast recht, es ist nicht so auffällig wie bei Artifacts-Mundi. Ja, finde ich auch, ne? Schlüssel? Schlüssel finden. Also okay, der, kannst du das Sticker-Ding mitnehmen? Das? Nee. Okay. Okay, was haben wir da noch? Wir haben noch ein. Ah! Aha! Ich muss mich noch dieser Schneeflocke. Weil die Symbole ja überall sind. Sehr übel. Aber das können wir zumindest zum Hausmeister. Guck mal auf die Karte, bitte. Auf die Kerze? Sieht denn die aus? Du gelegt, das ist aber hier. Das ist der Lounge. Der Eisbad. Zugefrorenes Tor. Aha. Also schnell reisen? Bestimmt. Aha. Na gut, Hausmeister-Ding aufmachen. Erinnert mich so eher fast an so ein Dachdeckerzeichen, die gekreuzten Dinger. Ne? Zimmermann oder so, hä? Das. Oh, eine Zuckerstange. Das ist auch der Hausmeister in seiner Werkzeugkiste, eine Zuckerstange. Ja, da ist vielleicht ein paar. Vielleicht ist da perverser. Ich bin ein Freizeitpädophiler oder was? Schöne Zuckerstange. Da ist doch nur die scheiß Schneeflocke, ja, die er will. Ich sah sie doch. Ist aber eingefroren. Aber ich komme ja gar nicht ran, also ich kann sie auch nicht wählen. Einmal mal hier schon. Achso. Ach, da eine Zuckerstange, ah, ja. Stimmt. Da. Aha, das Herz. Das Metallherz. Wo war das? Hier. Oh, guck mal, er lädt sich was auf, da unten 10%, 11, 12, was passiert da? Unten rechts? Ach, das ist der Tipp. Ja. Aber wir haben doch gar keinen Tipp genommen, warum lädt er sich auf? Ja, er lädt sich erst auf, damit wir ihn nehmen können, könnten. Drehen? Achso, das ist klassisch in der Schule Schaltkreise bilden. Ach du Scheiße. Achso, du musst sie da reinmachen. Ah?
Machen wir einen richtigen Schaltkreis, Junge. Zwei, da drüben sind Dreier noch. Kann ich das? Ne, das kannst du da oben, bestimmt oben rechts. Ach ne, da ist auch noch ein Zweier. Ja, das passt schon hier. Das Dreier unten? Unten? Ach so, das kannst du. Ach so, musst du das so drehen. Ich muss. Ah, ich hab da noch nicht so richtig kapiert. Ah, und oben muss man ein bisschen drehen. Und oben müssen wir auch drehen, ja. Ist das alles anklicken? Ah, ja, nein, los, sonst würde ich ja irgendwas drehen. Es ist ja schon verständlich. So, jetzt ist aber irgendwo hier ein kleiner Fatzen, der nicht stimmt. Vielleicht muss dieses Teil genau umdrehen. Was man das so drehen? Ja, ja. Aha. Ja, ja. Elektroingenieur. Studium abgeschlossen. Master of Electric. Was ist jetzt passiert? Oh. Ah, guck mal. Sternkettle. Da komme ich nicht dran. Ach Mensch. Aber an die Handtasche kommst du, oder was? Die können wir, da ist ein Plus. Die können wir vielleicht aufmachen. Mach mal. Aha. Die Schnalle. Aha. Brauchen wir doch die Roten nicht zu holen. Oh. Ach Gott. Okay, jetzt also Schluss. Jetzt hat genug Schnallenwitze gehabt, ja. Und? Jetzt willst du mal was. Der Stern! Eine Fotoschnipsel. Fotoschnipsel. Stern mit Gravur. Es wird's aber auch lange. Das füllt sich das Inventar. Jetzt wird's langsam, ja. Das heißt, wenn wir hier einen Stern reinmachen, kann man wohl bei da ins in der Kabine oder was? Vielleicht zieht es sich gerade im. Aha! Also Verrückter! Ob er einen Tiz hier hinterlassen hat. Ey, süß große, diese Elefanten kuschelt ja. Im Dunkeln. Sucht es sich nicht so gut. Zum Glück haben wir hier genauso einen. Ne? So, was ist mit dem Elefant? Das sieht ehrlich gesagt ziemlich verdächtig aus. Ein verdächtiger Elefant. Hier kommt Schlitz. Alter, aber schon wieder ein Symbol. Das haben wir aber. Aha. Das kriegen wir diesmal wieder. Ein Kulturbeutel. Muss ich die in einer bestimmten Reihenfolge hochschieben? Bestimmt. Aha, na gut, du kannst ja relativ vielleicht ausprobieren. Easy. Schöner Schminkpinsel und eine Nagelfeile. Okay, wir waren auf alle Fälle noch zum Kosmetikexperten. Kosmetiker. Oh! Ah, Wimmelbildschrank. Geh mal rein. Ah, klassisches Wimmelbild. Das sind echt so richtige Figuren, wie ich noch von Oma kenne. Ja, das ist tatsächlich gruselige Puppenfiguren. Tja, ein klassisches Mimbild. Unten seht ihr stehen, was wir suchen. Die roten werden versteckte sein und die anderen offensichtliche. Aber echt. Brosche, eine Taube ist gleich rechts bestimmt. Tauben haben weder noch Stiel noch Blätter. Also das. Die Taube ist rechts, hast du gesagt? Da dachte ich, bei den Rosen rechts daneben sind noch Tauben. Ja, richtig. Dann haben wir einen Preis. Ach ja, da ist der Preis und ein Drummer gleich. Oder ich stelle den zurück. Achso, das ist auch ein Preis. Ja, das, genau. Da ist wieder Bambi. Nicht denke, und drunter die Plakette hier, wie hieß sie? Ah ja, genau, ja. Steinbock gibt's aber auch. Ach, ist da hängt hier, oder? Das ist so eine Art Tattoo. Ja, eine Brosche wäre noch. Das ist bestimmt oben mittig, das Ding. Das könnte das sein, jawohl. Fäustlinge sind versteckt und Schneekugel auch. Achso, ist eine Kugel, da ist kein Schnee drin. Da ist noch eine Valentinskarte und das könnte noch eine Valentinskarte sein. Federfächer. Schneekugel ist hier, da fehlt der Hirsch. Ah! Achso, da muss da rein. Da ist wirklich Schnee drin gewesen. Ach ja, Federfächer ist das Buschische im Schubfach. Wie bitte? Das Buschische unten drunter und im Schubfach hier. Ja, aha. Aber das kenne ich gar nicht als Federfächer. Also das ist ein Fäustling ist doch, ein Handschuh ist doch dort in den Schubfach. Brauchen wir das noch im zweiten? Haben wir da. Aha. Honig kann ich nicht widerstehen. Oder sollst du aus dem Wege mir gehen? Der Bär. Das finde ich aber cool mit diesen Rätseln. Auf jeden Fall mal was anderes. Das Bärenemblem. Ich dachte, wir nehmen Elefanten mit. Wir können ja einfach so mitnehmen. Wir müssen es ja niemandem sagen. Aha. Da ist der Fuchs und der Bär. Der Fuchs und der Bär. Da pfeift der Fuchs. Oh Gott. Da schläft der Bär. Na, was haben wir denn jetzt wieder hier? Was ich wieder komisch finde, es gibt keine Informationen immer. Das stimmt wohl. Muss man schon irgendwie die Farben gleichzeitig gleich machen? Naja. Das ist eine Pralinschachtel, oder? Ja, sieht irgendwie so aus. Die hast du es alle weggegessen. Wenn du die alle rein hast, dann ist das.
Der Messingschlüssel. Alkoholisiert. Oder das, ja. Oh. Alter, was liegt da? Steckt fest! Mit den Fingern kann ich das nicht herausziehen. Ach komm. Haben wir den irgendwas? Hat man den nicht? Ne? Irgendwas? Eine Pizette haben wir aber schon benutzt. Nein, wir haben nicht. Mit der Nagelfeile raushebeln. Das wäre auch eine Möglichkeit. Mache ich etwas falsch? Na gut, da wird es wohl eine Zange oder irgendwas geben. Oder Müllgreifer oder was weiß ich. Irgendwie sowas, ja. Okay, das heißt aber auch, wir sind alle. Die Räume sind relativ groß, aber wenig zu tun. Also es ist wirklich punktuell, ne, nur, ne? Mhm. So, gucken wir uns die Sachen an, ja. Die Nachrichten. Ja, das haben wir alles soweit abgeschlossen. So, dann gucken wir mal auf die Karte, ja. Oder an denen, der etwas zu erledigen gibt. Aktive Aufgabe. Weder noch angezeigt, klappt's ja. Also sehr gut. Wir haben eine den Schlüssel, irgendwo hat man doch einen Schlüssel gebraucht. Ich habe nicht Akku, oder? Dort waren wir drin. Wir hatten... Dann kann es nur der Lobby gewesen sein. Ja, dort hinten vielleicht in der Bar. Ja, da, aber hier könnte man das... vielleicht eine Nagelfeile. Ja. Stimmt. Eine Büroklammer. Okay, also wir haben vier... Wir gehen mal in die Bar rein, oder? War die hier, nee, oder war das im nächsten Raum? Ich glaube, der nächste. Hier konnte ich nicht an die Bar. Hier müssen wir doch. Hier war der Schlüssel vielleicht, oder? Nee, hier brauchen wir das, die Nummer. Ach so. Na und da war links war der Schneeflocke. Hier. Da brauchen wir den Schlüssel, hast du recht. Da hast du recht. Wieder ein Federmäppchen. Federkästchen. Reißverschluss ist kaputt, ne? Das kann man mit einer Büroklammer. Ach, der klassische Wimmelbisch-Trick. Schneestock, damit kann man doch das Zeug fischen bestimmt, oder? Wir warten das jetzt gleich. Hins weiter, in der Rut drin, ja? Was, denkst du fischen? Klar, du mal hier mit dem Schneestock rausholen. Glaub ich nicht. Pfst. Nee, aber der oder bei Buddeln, der Eule oder so, da war doch was, wo man oder wir buddeln mit dem Schneestock diese Schneeflocke aus. Das oder ich hätte noch eine andere Idee, aber da müssen wir eh dorthin, ist egal. Das, ich hätte gedacht, bei ach ihr. Ja, stimmt, das geht auch. Kommen wir doch nicht an die Sache ran. Und ah ja. Damit das die Schneeflocke ist, die wir suchen. Das wird so sein. Aha. Sehr gut. So, Schneeflocke. Wo war das jetzt gleich? Hier, glaube ich. Und links. Links. Ja, da hängt sie doch. Da hängt sie, der Schneeflocke. Aha. Jetzt aber. Jetzt haben wir das Zankchen. Jetzt haben wir langsam jeden Gegenstand ausprobiert, müssen es doch mal greifen können. Was soll das sein? Eine blaue Scherbe. Scherbe. Und ein Brief. Bitte! Kündige noch heute deinen Abschied von der Bühne an, oder wir sorgen für deinen Abschied. Und wenn du die Bullen rufst, kannst du dich vom Leben verabschieden. Da ist aber jemand sehr... Schöner Drohbrief. Finde ich nicht in Ordnung. Die Rutt hat sie nicht verdient. Was das, was er angestellt hat. Presserbrief. Achso, den kann ich vielleicht einem Typen zeigen. Möglicherweise. So, hier, wir müssen doch mit reden. Hier. It's worse than I thought. I'll call the police. Here, you can take my snowmobile to the ice hotel. Hurry! Ran mit dem Schlüssel. Oh, das oh. Hello, can anyone hear me? Auf dem Zettel steht doch nur eindeutig, dass man nette Bullen rufen soll. We've got an emergency. Repeat, this is an emergency. Please send... Shoot! I lost the signal! Es wird aber schlimmer. Tja, jetzt heißt es selbst die Frau. Genau, lass du Ruth alleine. Achso, warte, bevor wir aber da draußen gehen, war vielleicht hier noch irgendwas daneben. Nee, okay. Es ist was sehr hat, großflächig. Ach, ne? Da liegt doch was. Aha! Den wird außen einfach hingeschmissen. Ja, wer macht jetzt sowas, ne? Das verstehe ich auch nicht. Jetzt haben wir noch der Eichel, den Pinsel, eine Brille. Die werden wir wahrscheinlich jetzt brauchen. Ohne Brille kannst du ja nicht Schneemobil fahren, das geht nicht. Das stimmt wohl. So. Mal auf das Ding. Ran mit dem Schlüssel. Hoffentlich ist gedankt, sonst haben wir ein Problem. Ein süßer Schneemobil-Anhänger dran. Bei dem Schneetreiben sollte ich eine Schütte. Ach Mensch, ist doch nur. Komm, setz auf. Und dann musst du ein bisschen das Schneemobil noch machen. So, dann fahren wir mit dem Schneemobil. Oh, geil, du musst sogar selber fahren. Achtung! Was ist hier los? Du fährst. Top gemacht. Das ist aber schon eher ungewöhnlich. Das ist echt ungewöhnlich.
Big Fish Games, da haben sie aber ihn rausgehauen. Es ist nicht geil, aber es ist ungewöhnlich immerhin. Oh mein Gott. Okay, wir gucken mal hier. Was haben wir hier? Da ist irgendwas festgefroren. Immer haben die Statuen irgendwas dran. Hm. Hä? Was ist denn da unten? Da war eine Schaufel, zieh's raus. Gespürten. Ich muss den Schnee auch irgendwo reinfüllen. Ach, okay, da muss ich Schnee schaufeln. Soll man, man will jetzt Schaufel haben und nicht den Schnee. Okay. Ob du jetzt immer die Sequenz machen musst? Das könnte sein. Scholl. Achso, nee, kannst du gar nicht. Ich war wohl nicht die Einzige, die sich nach einer Alternative zum Auto umsehen musste. Jede Menge Schneemobile. Naja, gut, jetzt hier mit dem Auto ist aber eher. Schlacht. Das ist eine Hotellobby. Ab geht's. Because it's so, ganz schön, Leute. Look, I'm going to my room. Don't come knocking. I don't have anything else to say to you. Ach, das ist der Walter, guck. Can't you see we're having a private conversation, Detective? If you'll excuse me, I'm going to go finish it. Das sieht eher aus wie, weiß ich nicht, Leon. John Schnee. John Schnee, auch der. So, was haben wir hier? Sieht aus wie, was ist das wieder? Eine Schmetterlingsform. Das Ganze muss reingießen. An der Form fehlen mehrere Glasstücke. Aha. Ja, nee, doch nicht. Hat damit nichts zu tun. Hätte ich ja gedacht. Okay. Was ist da unten? Die Stifte oder was? Zugerostet. Hier, da ist noch so ein Ding drin. Du brachst mit dem Dingsbums auf. Mit dem was? Hatten wir? Ach nee, den haben wir nicht mehr. Mit dem Schminkpinsel. Mit dem Schminkpinsel. Das ist wie stabil die Seite. Hochqualitativ. Okay, da müssen wir was aufbrechen. Was haben wir hier? Ah, das haben wir. Das Bild haben wir doch, oder? Ein Teil des Fotos, ne? Was? Ach komm, das sieht sogar aus, als ob das dort noch was. Aber ja, gedacht. Das ist das gleiche, hä? Also echt. Man müsste erst den Rost entfernen. Ah, mit dem Schal putzen geht auch nicht, hä? Wäre noch eine Möglichkeit. Nee. Okay, dann brauchen wir irgendeinen Rostlöser. Mhm. Der Kronleuchter wird noch glänzen, oder? Ist das was? Echt, ne? Trotz des Schneesturms sind so viele Leute gekommen. Das ist echt nicht viel. So, eine VIP-Karte ist schon mal gut. Den brauchen wir. Da ist ein roter Knopf, den drücken wir. Das ist eine Gussform für Eiswürfel. Na, da brauchen wir dann, hier können wir, wissen wir immer, was wir mit dem Schnee draußen anfangen müssen. Okay, aber die kann ich nicht nehmen. Okay, das ist das Gleiche. Was passiert hier? Auch das Gleiche. Da sieht irgendwie nicht gut vertrauenswürdig aus. Ja. Hey, das ist schon wieder Haus und Raum. Da ist schon hier... Hau ne paar drauf. Hier, guck, da ist das Schmetterlingssymbol dran, ne? Alter, so viel wir haben ein Zeug in Inventar. Okay. Geht da wahrscheinlich erst, wenn es mit Glas gefüllt ist. Mhm. Oder wir müssen das Eis dann dort neu schütten. Das kann natürlich auch sein. Nee, okay. Aber ein Zeug. Okay. Was muss man eigentlich bei der Kamera machen? Da haben wir ein paar Mal Werkzeug. Stimmt. Aber das habe ich ja nicht. Nicht richtig. Da wollen wir mit der VIP-Karte in den VIP-Bereich gehen, hä? So. VIP-Tor. Are you serious, Michelle? You know how much this show means to her. Ach ja, yes, Michelle. Die ist bestimmt eifersüchtig auf sein Dieses. Can't you see how much it's stressing her out? What if Ruth slips and falls during the show? Ah, wenn ich das hier höre. Michelle, hä? That's absurd. You're just saying that so I'll put you in instead. Michelle, you're very talented, but you're no Ruth Fisher. Don't you think I know that? I know how great she is. But Ruth is a person too, Walter. Someone has to look out for her. Uh-huh. Michelle, wait! Are you following me, Detective? Please, just leave me alone. Next door. Du hast mich so verbergen, Junge. Du siehst aus. Michelle ist also aufs Rolle, Rutz Rolle aus. Du siehst aus wie ein verdächtiger Bastard. Da ist doch ein Eimer. Aha. Endlich mein Eimer. Was ist das? Aha, Linsenschraubschlüssel für die Kamera. Okay. Hier kommt also nicht jeder rein. Achso. Das ist der Whipkartenautomat. Kannst du stempeln. Aha. Wimmelbild. Alter, was ist das? Hä?
Sechsmal, was soll das sein? Schaufel? Sechs Schaufeln? Sechs Schaufel? Dann irgendwelche Schnee und Spritzen oder sowas? Ich muss den Schnee entfernen. Na, warte mal, dort links ist doch eine Schaufel, oder? Die kleine blaue. Das sind wirklich Schaufeln. Ach so, oh Gottes Willen, okay. Ganz hinten steht doch eine große, hinter dem Umhang links. Da ist eine. Links. Da, ja, und auf der rechts hinter der Eisstatue ist aber eine große. Da ist eine. Dann brauchen wir noch eine Schaufel. Mit was könnten wir die? Ein Eispickel hier. Ja, das ach, das ist ein Eispickel. Ja, ja. Da, alles klar. Das können wir gleichzeitig machen. Was muss ich hier? Da hinten ist noch eine Schaufel, die ist skizziert. Bürgerschaufel. So, da ist ein Korkenzieher. Noch ein Eispicker. Da ist noch einer, gleich rechts. Ein Stück links wieder. Rechts, rechts, rechts. Bei der roten Handtasche. Ah ja, da, okay. Da haben wir die. Achso, jetzt chippen wir. Also, das ist schon sehr anders als andere Wimmelbildspiele. Ein bisschen verrückt. Aber irgendwie auch cool. Gürtel, Hut, Handtasche, Kegel, Schlüssel, Uhr. Also den Hut habe ich schon gesehen, der Handtasche habe ich gesehen. Achso, geht weiter. Löffel, gleich unten drunter. Mit dir weiter im Körper. Stimmt. Ja. Uhr liegt bei dir rechts, bei den Eiswürfel. Daneben. Ja. Gürtel, Schlittschuhe, Kegel, Schlüssel. Oh, die Schlittschuhe hängen oben rechts an der Statue. Richtig, ja, da sind die Schlüssel. Ah ja. Kegel. Ein Kegel, ist das jetzt ein Verkehrskegel oder? Nee, hier oben bei der Bar steckt einer drin als Getränk. Ach, ein Bowlingkegel, so ein. Und ein Gürtel liegt hier in der Mitte. Da, 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 da. Was? Wie bitte? Das ist doch irgendwas zum Stemmen. Eins, was ist das? Das sieht doch aus wie so ein Gerät hier zum, wie nennt man das, Briefsignierstempel machen. Ach, hier die Rolle sollten wir finden. Alles klar. Glückwunsch gefunden, eine Gussformanleitung. Aha, die brauchen wir um zu... Als wenn das im VIP-Bereich wäre. Was ist das hier? Ein Eissplitter. Oh, Gift. Flasche Allig. Rattengift. Vorsicht vor Kindern fernhalten. Wenn verschlucken sofort die Vergiftungszentrale kontaktieren. Und da fehlt etwas wieder. Das Runde ist haben wir auch nicht. Ne? Also wie viel Zeug wir haben? Ja, das Inventar ist voll gekracht. Okay, wir machen auf alle Fälle jetzt erstmal bei der Kamera. Ja, das Werkzeug. Ist das vielleicht schon mal weg? Haben wir eine Linse. Eine Linse. Oh, das könnte aber sogar... Bevor wir jetzt hier weitermachen. Naja. Hätte aber passen können. Hier kann man bestimmt was schmelzen. Zu heiß. Ein Schal? Ein Schal auf dem Auto. Nein, 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 alles gut. Ja, ich will nicht aufhören. Noch nicht, meine lieben Freunde. Gute Idee. Ich muss das Feuer löschen. Da brauchen wir einen Eimer und da brauchen wir Schnee. Okay, dann können wir das hier erstmal. Hol mal einen Eimer Schnee und lösch das Feuer. Was ist das? Klebstoff. Klebstoff. Mit den Fingern möchte ich den Kleber nicht verschmieren. Okay. Verstehe ich, eklig. Was? Kann man irgendwie, da ist noch was zum... Ah, der Eichelhammer. Ah, das stimmt. Nur das Eichenahornblatt nicht. Ja. Ahornblatt. Sehr viele Embleme, ne? Ist echt so. Okay, dann können wir ja auf die Karte gehen und können... Da war ja noch ja, Eingang, ne? Hotel-Eingang, genau. Machst man Schneeschaufeln vielleicht. So machen wir das. Der Eimer. Mache voll. Ich hab einen Eimer voll Schnee. Ich hab einen Eimer voll Schnee. Und rat mal, wofür ich die brauche. Entweder zum Löschen oder zum Guss vormachen. Als ob der Schnee das so nur blieben bleiben wird. Ja, aber hallo. Das heißt, das liegt nicht heiß gewesen. Achso, das ist das Platzsymbol. Da kann man auch schon mal in fremden Köffern rumwühlen. Ah, eine Glühbirne. Endlich. Eine Spraydose. Schmiermittel. Schmirgelpapier. Jetzt gesehen. Wie viele Items wir kriegen. Schmiermittel. Schmiermittel. Schmirgelpapier brauchen wir bestimmt an der Stelle, wo dieser rostige Untergrund war. Ja. Hier, genau. So, wenn man arbeitet, macht man es auch richtig, ne? Hallo.
Nicht hier solchen Fuschblödsinn. Vielleicht ja jetzt. Jetzt brauchen wir einen Klebstoff wahrscheinlich, um das Foto einzustellen. Haben wir den nicht irgendwie. Hatten wir nicht irgendwie. Wir kennen den Pinsel. Aber. Ich kann ja den Pinsel jetzt nach hinten nehmen. Ah, dann kannst du nicht bei dem Klebstoff hier. Ja, ja, doch, ja, so wirst du es sein. So? Ja, ja, ja. Aha. Normalerweise steht ja immer der Plus dort. Hoffentlich schminken die sich da nicht noch damit. und wenn kann es uns auch egal sein. Alter, das ist ja zu doll räudig. So viel zur qualitativ hochwertigen Arbeit. Ja, schön, schön. Pinsel und dann ja so einen Rotz machen. Aha. Grüne Scherbe. Also dafür, dass wir die Scherben tun wir da bestimmt dann schmelzen und gießen bestimmt oder so. Das könnte schon gut sein, ja. Wie war das überhaupt mit dem Gussformzeug? Das ist eine gute Frage. Wie viele Items wir haben? Geh mal, war das da hier rechts, ja? Na, hier war dieses, was nicht aufging. Zugerostet. Schmiermittel. Da könnte man Schmiermittel nehmen, ja. Hau rauf, das Zeug. Wie du als Gast denken musst, wenn irgendjemand dort mit dem Schmiermittel auf einmal rumrennt, dann haben sie einen Rotz gemacht, ne? Psst. So ganz normal. Gelbscherben. Aber rote. Ja. Vielleicht. Wo war die das überhaupt mit dem Gießen? War das draußen? Das muss draußen gewesen sein. Drin bestimmt nicht, ha? Ach so, hier können wir auch wieder hingehen, okay. Wir können ja einfach mal hier Beweise. Haben wir da irgendwas Neues? Was? Ne. Ah, hier. Der Walter Simmons. Guck mal, wie bekannt vor der Name. Michael. Die hieß einfach nur Michael. Das ist die Kostümschneiderin. Vor allem, die Kostümschneiderin will von der Eisläuferin die Rolle übernehmen. Ja, nee, das musst du doch einfach stehen. Hä? Als ob. Also wenn sie Kostümschneiderin geworden ist, muss sie eine ziemlich kack Eisläuferin sein. So, jetzt überlege ich gerade. Der Typer, da wüsste ich nicht, wo wir die gebraucht hätten. Wo war's die dunkel, hä? Eigentlich bisher noch nicht so richtig. Ich wüsste eigentlich ehrlich gesagt gar nicht, wo ich das brauche, die ganzen Sachen. Geh dann mal zu dem Ding hin, wo dies mit dem Gießen war. War das hier auf dem. Nee, ach nee, hier, das war beim Hotel, hier beim drüben. Beim anderen? Ja, beim anderen, glaube ich, war das. Weil wir haben doch da Anleitung und alles, da kommen wir doch da bestimmt schon weiter. Hier oben war es nett. Ach, das ist das rote Teil. Das ist die rote Scherbe. Hm. Was ist hier drin? Ich kann nicht, wir können nirgendwo hin. Ja, wo war die das? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Wo war die das mit dem Aber hier drinnen war das nicht. Doch, hier. Hier ist es. Guck mal, ob du mit der Anleitung was mal hinlegen kannst. Hallo? Achso, ich muss weiter nach links. Vielleicht ist ja hier schon was los dann. Scheint nicht richtig zu sein. Oh. Warte mal, wenn man nochmal auf die Gussform klickt, was muss man die? Ach, da rein. Okay. Guck, hier geht's doch schon los. Genau. Eissplitter haben wir doch. Okay, also Eissplitter. Hallo? Ohne Eis kann ich auch keinen Eiswürfel machen. Licht ist mal doch neu, genau. Aber hier steht doch, dass ich es da machen soll. Okay, verstehe ich nicht. Du musst jetzt auf den roten Knopf drücken. Alter. Drück mal auf den roten Knopf. Hast du noch eine Schale? Nee, warte mal, wir brauchen doch was dazu. Wir haben doch die Kanne hier, die Thermoskanne. Thermoskanne haben wir noch nicht. Aber Thermoskanne. Ein Erklärungen ist ja echt gespart, ne? Ja, extrem. Entweder ist das so, weil wir fortgeschrittener gemacht haben. Das könnte das sein. Ah, das geht doch so. Fehlt halt das Rot noch, ne? Genau. Okay, da sind wir schon mal die Items aufgeräumt. Wo kann man die mit der Katze? Katzenfigur. Linsen. Jetzt ist das erste Mal, dass wir wirklich hängen, weil man nicht weiß. Am Cliffhanger. Wo wir hinmessen so richtig. Da war das Runde. Hier, da Linsen haben wir schon. Da eine Katze drauf? Nee. Also, das könnt ihr ja. Oh, in der Bar könnte man nicht nochmal rein, ne? Der Bar sei mal fertig. Okay. Da hinten geht's auch nicht weiter. Na, das ist nicht der Stuhl. Was ist jetzt das Rätsels Lösung? Wahrscheinlich ist es in dem ersten Bereich jetzt bestimmt irgendwas. Irgendwas, ja. Im ersten Bereich eine Glühbirne oder eine Linse. Also das wäre so Lichtstrahlen drauf, das wäre irgendwie, also
Es muss irgendwo hier was noch gewesen sein. Auf. Tut mir leid. Lounge. Aber hier hat man doch soweit alles. Da. Bei ihr gab es eigentlich der Rootboot. Da hat man das Wimmelbild. Das gibt's ja nicht. Okay. Wenn, dann müsste es hier außerhalb gewesen sein. Aber das war ja auch nur noch hier. Haben wir da vielleicht irgendwas übersehen, Kollege? Mit ihm reden können wir nicht. Gab es hier vorne irgendwas? Na gut, es gibt noch die komische Eule. Jetzt haben wir aber noch kein Sammelitem gesehen. Überhaupt nicht. Tja, da wird es mal Zeit für einen Tipp. Aber echt. Geh zum Hotel. Du bist es mal rischer Tipp. Aha, guck mal, was muss man hier machen. Aber ich weiß nicht, was. Ach ja, was ist denn mit dem Ding? Ach, oh Gott, doch, mit einer Linse. Vielleicht. Stand dort. Mit einer Linse gehen Licht. Ach so, kannst du da ja. einlegen. Ich sah ja noch, dass vielleicht mit Linse und Licht, aber so hätte ich das jetzt halt. Naja. Okay. Ich habe genau das gesagt, was es war, aber halt hast du einfach nicht gemacht. Anders gedacht, einfach. Naja. Sag's noch und mach's einfach nicht. Na gut. Ah, sehr gut. Schmetterling. Rein mit dem Schmetterling. Echt geiles Teil. Mit viel so Memory-Sachen, oder? Memory. Ich bräuchte echt mal eine Erklärung. Ach, hier gibt's eine. Ordne die Karren in den Abbildungen am Rand rechts und links entsprechend an. Schiebe sie auf ein freies Feld. Karren können nicht über andere Karren springen. Richtig angeordnete Reihen leuchten auf. Das heißt, wir müssten... Okay, alles klar. Ja, okay. Also immer rot muss oben sein, blau muss in der Mitte sein, Eule, grün cool muss ganz unten sein. Aha! Jetzt, du kannst zwar aber nur auf die weißen Felder, oder was? Ja. Auf die dann zwischen geht, wo nicht? Ne, die sei fest. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wir können ja erstmal so grundlegend... Aha. Also so, wie man erstmal denken würde. So, dann muss das auf alle Fälle... Das muss auch noch alles. So, dann haben wir das schon mal oben. Muss aber... Eine Eule muss noch mal raus. Das, dann das rüber, das. Wie machen wir das? Okay, dann müssen wir hier Platz schaffen. So, jetzt das runter. Ja, es wird schon. So. Oh, check. So, jetzt müssen wir die blauen hochkriegen. Das muss jetzt wieder in so rum. Grünen müssen auf alle. Ne, die Grünen müssen hier runter. Also müssen die Blauen hier oben rein. Ja, so ungefähr. Das ist ja die Grünen rüber. Ja, das ist so ein klassisches Rätsel. Mit so ein bisschen Gefummel. Klappt das schon. Das kriegst du irgendwie hin. So muss man so. Zack. So, das ging. Ah, also das muss ich sagen. Was haben wir jetzt gemacht? Rutz Hotelzimmer. Du und der Rot gleich auf der Pelle. Alter, das ist aber eine ganz schöne Prunkbude. Sieht also ganz schön kalt aus, ja. Das muss immer nackig und da brauchen wir's. Aha. Oh, ein Wimmelbild. Rosche, Parfüm, Bieröffner, Uhr, Schlafmaske und ein Kamm. Ein Kämmchen, da ist er hinten. Ist ganz schön klein. Lecker, okay, ich setze das in eine richtige Prinzenrolle und da ist das Muffin. Parfüm. Brieföffner. Das ist übrigens die Thermosflasche, die man braucht. Die werden wir vielleicht sogar kriegen. Das Parfüm ist oben hinter der Lampe bestimmt. Ja, richtig. Die Brasche. Und die Brasche. Das oder das weiße Ding. Da haben wir sie. Die Thermosflasche. Ran mit der Thermosflasche. Endlich können wir schmelzen. Ran mit dem Zeug. Endlich schmieden oder alchemieren hier, weißt schon. Oh, echt? So, was haben wir hier noch so in der Bude? Oh, leerer Tisch. Hä? Wir sind weiter nach hinten, aber es sieht aus, als wenn wir in einem komplett anderen Raum wären. Mein Stuhl kriegt gerade runter, auch nicht schlecht. Ein Einstellrad. Hey, was ist jetzt passiert? Spieluhr aufgegangen.
Dafür brauche ich eine Anleitung, das denke ich. Brauchen wir etwas, hä? Mit da noch was machen? Nee. Da fehlt ein Hund. Katze haben wir aber nur. Ach, ja. Tja. Oben des Links, kann man das oben links wegmachen? Nee. Das sieht so aus, wie als ob da was drin ist. Dann haben wir hier noch eine Tür. Und da brauchen wir auch einen passenden Schlüssel. Mhm. Okay, dann zurück zu unserer... Das Einscherer brauchen wir vielleicht auch hier, hä? Was zur Hölle muss man hier so richtig machen? Ja, drück jetzt mal auf den roten Knopf. Ja, warte mal. Ich kann den auf den roten Knopf drücken. Was ist das für Blödsinn? Achso, und jetzt den roten Knopf oder was? Achso, na doch, eigentlich musst du jetzt einen roten Knopf drücken. Stimmt, wir haben es doch draufgelegt. Ja. Und jetzt ist doch Stufe 3 roter Knopf, oder? Ja. Hab ich jetzt was verändert? Nee. Du musst es links auf das Ding legen. Ah. Was ist denn das hier? Das ist der rote Knopf. Ach so. Alter. Hä? Was? Als ob ich bin. Also ist... easy. Wie kommt da? Wir hatten doch was mit einer runden irgendwas. Hatten wir doch irgendwo. Auf dem Sitz. Aha. Und das ist der... Ballerina-Zeichnung. Für Stippens. Das war doch... Ah ne, das war nicht hier, das war da drüben irgendwo da. Da ist es. Ballerina-Zeichnung. Ach Gott. Da ist eine Erklärung unten, ne? Infofrage. Wähle die richtigen Ballerinas anhand der umkreisten Posen auf dem Zettel aus. Suche mit Hilfe der Pfeile oben die richtige Posen heraus und berühre sie. Also musst du die erste linke wahrscheinlich, musst du die A klicken? Jetzt ist die vor. Ich kann mir vorstellen. Okay. Die erste Pose. Ist die. Okay, könnte die sein, ja. Achso. Das ist immer also die zweite fehlende. Pose ist. Ist es ja, eine Krodie? Ja. Dritte Pose. Mit der Arme nach oben. Ja, ja, ja. Und der vierte sieht man eigentlich gar nicht so richtig. Alter. Das ist die. Das ist die? Ja. Schlangen, Madame. Und nur? Spiel ab, das Ding. Ach, mal schnell wieder hochkurbeln, Leute. Das ist ein Quietschgeräusch drunter, die. Das Ruths Tagebuch. Jetzt haben wir langsam gar keine Grenzen mehr, ja. Gut. Ja, Ruths Tagebuch. Das macht man eigentlich nicht, ne? Ja. Bitteschön. Ich bin so froh, dass ich mich Christoph Gordys Truppe angeschlossen habe. Nie wieder werde ich für Sensationen auf dem Eis tanzen. Endlich ist der Albtraum zu Ende. Mr. Gordy weiß mich wenigstens zu schätzen. Er weiß, wie gut ich bin und er wird mich berühmt machen. Okay. Letzte Zeit ist Walter wie ausgewechselt. Heute nach der Probe hat er mich angeschrien, bis sein Kopf aussah wie eine Tomate, die an Verstopfung leidet. Er ist nicht mehr der Mann, in den ich mich verliebte. Aha! Das ist nicht schön. Hatte viereckige Morgen. Warum war Ruth mit ihrer Voreigentruppe so unglücklich? Und warum war Walter so wütend? Das weiß man nicht. Ist also doch verdächtig, der Junge. Mhm. Hallo. Oh-oh. Hat er eingefroren. Echt? Ciao. Das ist echt jetzt Frozen. Frozen Root. Alter, vor allen Dingen so cool. Jacuzzi eingefroren, das ist traurig. Ist Root dem gleichen Killer zum Opfer gefallen? Wenigstens hat sie einen schönen Tod gehabt. Das Schloss knack ich mit links. Na, dann mach's doch! Ne, dann brauchst du ja erstmal was. Nämlich was zum Knacken. Vor allen Dingen. Das ist doch ein Wimmelbild. Sowas ähnliches. Aber... Schuhe. Achso, hier hinten liegt auch noch Zeug rum. Also das ist okay, das ist so eigenartig. Also das ist einfach so ungewohnt. Nicht schlecht. Was ist das Zeug? Alter, warum steht neben einem... das ist Vereisungsding. Ja, alles klar, so wurde es. Sind aber krank, die Leute. Was haben die denn mit der Dörner? Die Finger sind zusammengefroren und der Zettel steckt dazwischen. Mach den Finger einfach ab. Die
brauchen wir eh nicht mehr. Mensch, was soll das sein? Das weiß ich auch nicht. Das ist das? Ich kann es nicht mehr. Das ist nicht das eine, also das Stückchen, das es in der Hand hatte. Der kannst du jetzt, du mal, geh mal auf das Tagebuch und du unten in der Mitte das nehmen und aufbrachen. Geht es? Flaschen? Und Schuh? Das wäre übel. Ja, dann war das das andere linke Ding, sei. Was haben wir noch so? Oder vielleicht muss ich. Ja, kannst du mit einem Schuh was aus dem Eis hacken oder so? Okay. Das hätte ich halt nicht gedacht. Ein Schwamm oder so? Kannst du das aus dem Eis hacken? Mit einem Schuh? Das könnte aber sein. So, was hing im Eis fest? Na gut, dann machst du hier den Spatel. Du kannst doch mit dem Spatel bestimmt das Tagebuch aufmachen. Ganz Spordel. Rechts hier das Ding. Das ist ja nicht. Das muss ich ja erst finden. Achso, das ist neu. Genau. Aber hier. Als ob. Natürlich, Bro. Du musst mal bitte. Oh, kreativ sein. Ich kenne da einen Trick mit Wärme. Kann man dieses Etikett lösen? Haben wir Wärme? Haben wir nicht. So, draußen, wenn es so recht warm wäre, wäre es ja nicht so, wie es ist. Die Kerze da oben ist doch warm. Ach, die Kerze ist das Symbol. Als ob! Du kennst dich aber auch nicht aus. Hast recht. So, jetzt brauchen wir. Ich meißel frei das Ding. Was wir mit der Hand meißeln können. Schläg mit dem Schuh drauf. Das hab ich ja noch nie gesehen. Okay, wir haben eine 6 und eine 7. Wir haben ein Etikett. Wir haben eine Haarnadel. Mit der Haarnadel kommst du ins Tagebuch. Das stimmt allerdings. Schnipseln. Los, so den Schnipsel ran. Das klappt so nicht. Wenn ich eine klebrige Unterlage hätte, ging das leichter. Das Etikett? Na, klick das mal auf die andere Buchseite. Ah ja. Halt auf sich. Das ist ein Mist. Setz es ja zusammen. Ja, ist ja gut, Mutti. 6, 7, 3, 2. Na gut. Okay. Kästchen kann ich nur in der dritten Kombination auf. Ich muss den Zettel zwischen den Tee legen. Oh. Hm? Also, ob ich das nicht von unten sehe. Mensch, da ist das doch nicht wack. Menschenskinder. Oh, Hund. Der Hund. Ist er. So, jetzt lassen wir halt hier und sagen, alles klar. Danke für den Hund, Rot, ciao. Ist passiert, Rot, Pech gehabt, das soll's. A4 Chemikalien im Spiel. Detective, this is Officer Smith. I'm here to investigate the murder of Donald Perry. Meet me at the lobby, over. Ja, hier gibt's noch Mord, kannst du jetzt reden mal mit noch. Hätte man ja sagen können, ne? Aha! Kleiner Werkzeugkasten. Was ist das für Verzeichnung? Mit einem Kleeblattverschluss. Also der Hand, also dieser Hausmeister, da ist echt hardcore drauf. Ich da muss ein Werkzeug wirklich nehmen kann, da ist brauchst du nicht mehr zu holen. Der Hausmeister ist der Übeltäter des ganzen Szenarios. Ich hab das Gefühl. Irgendwas läuft. Der Hund, warte mal, wo wollte der Hund jetzt her? Hier war es da. Bevor wir in die Lobby zurückgehen. Ruhe, ich flehe dich an. Komm zu uns zurück. Michelle ist kein Pfifferling wert. Du bist der Begabteste von allen. Squad. Die Begabteste. Tschüss, und schon. Das Kleeblatt. Schon wissen wir, die Michelle war's. Die Michelle ist kein Pfifferling wert, Alter. Ich fiese. Wo war die jetzt, das Blöde? Ah, hier war das. Hier war das. Komm ran, ja. Zack. Oh, trete. Okay, was geht? Kann ich mal aufbewahren, super Trede. What? You're sure Ruth Fisher is dead? This is getting out of hand. I'm completely understaffed for a double homicide. Ja, quasi einen zweiten Polizisten, aber nicht noch. Einer muss rein. Soll das dort noch einer sein? Thanks to that snowstorm, our communications are down. I can't call for backup. I'll have to go to station myself. Detective, I'm counting on you to hold down the fort while I'm gone. Here, can you hold on to this Pumpgun, Junge. Aber ich hätte nicht zweimal erschießen können. Mensch, was will ich dir mit einer Kort? Ich habe eine Knarre. Donuts-Adresse, die Gosse dir. Donuts-Adresse. Was ich dann rausschieben, die Scheiß-Adresse. Das ist ja mal. Vor allem so, komm.
Na scheiße, wir brauchen mehr Personal. Ich lauf zum Revier zurück, du machst das Ski. So, schau, Junge. Wurde's da gebucht? Jetzt müssen wir zum Donald nach Hause. Mit dem Schneemobil vielleicht. Ich bin ja in den Donald nach Hause. Steig ich in das Schneemobil ein, fahr zum Donald. Das ist doch bestimmt irgendjemand, die Alte hat das bestimmt fertig gemacht. Das Schneemobil ist sabotiert. Wie kennst du denn da? Gut, dass wir Drähte gefunden haben. Ja, echt, mein Schneemobil ist sabotiert. Ich muss es nicht machen. Ich klick, dass wir Drähte gefunden haben. Verbinde die Drähte, um das Schneemobil zu starten. Wähle eine Schraube aus und platziere sie in der gewünschten Farbe. Buchse. Buchse. Wie. Ist ja widerlich. So Schwengel. Hey, hast du was gegen Schwengel? Das ist ein bisschen eklig. Rechts musst du nach oben polen. Ja, ja. Du hast falsch gepolt, Junge. Das kannst du heute doch gar nicht. Oder? Na Mensch! Scheiße! Ja, das nehmen wir, hatten Navi, ich muss da schon mal da. Ja, ich muss da wieder aufpassen, ja. Kommt ja vielleicht wieder so Zwischensport. Oh, das haben sie sich diesmal gespart. Dann auch ein ganz schickes Haus, und Donald. Schlicht brennt. Ist jemand. Ne, Donald war ja ein bekannter, Ronald McDonald. Alles klar. Ich weiß gar nicht, was mit dem passiert ist, er ist verschwunden. Ich einfach glaub, so. Die hatten alle Schiss vor dem blöden Ronald McDonald. Nachdem hier spätestens S als Film rauskam, ne? Hatten sie alle Schiss vom Ronald McDonald. Ein Baumstamm blockiert den Weg. Ja, nee, das ist richtig. Ich fand da als Kind ehrlich gesagt den Clown an sich jetzt nicht so cool, ehrlich gesagt. Klopf mal, wie man klar. Willst du klopfen, da rupst du erstmal die Tür ab. Und Kranz. Was können wir denn hier machen? Alter, wie krank sein wir drauf? Du bist ein Trans zur Robben von den armen Donald, bis er tot ist. Kannst du doch nicht alles ruinieren. Das. Kannst du das zusammen machen hier? Ich hab. Was? Verbogen und Draht, für was brauchen wir das? Könntest du da unten noch das anderes wegnehmen? Na ja. Ich muss einen Eiszapfen abbekommen, ohne dass sie zerbrechen. Der Draht. Die Katze. Die Katze. Nee, hier konnte ich nicht durch. Hier ist noch geh noch mal zu der Tür. Warte, lacht da denn nach unten was rum? Ach nee, geht das mehr. Okay. Nee, habe ich alles aufgehoben. Okay. Okay. Hab ich alles aufgehoben. Wir machen halt hinter dem Haus. Oh, und Frodo in Hobbit-Höhle. Das sieht aber cool aus. Das ist mal eine. Das ist bestimmt eine Sauna. Eine geile. Das ist immer eine geile. Aha. Stellknopf. Guck hier. Vierer. Stelle die Zahlen auf dem Schloss mit Hilfe der eingeritzten Ziffern ein. Schiebe das Einstellrohr in die jeweils richtige Richtung und Ziffer. Also der wie war also der 4 Flanks. Ah ne, so rum. Oh Gott, was will das verkehrt? Das kennt jetzt. Oh du Heiliger. Also der 4. Jetzt zurück zwei. Zur 3. 2, oder? Also ja, 2. 2. Jetzt zur 3. Jetzt so, aber so rum. So drei. Ach, ja. Ist auf jeden Fall ziemlich dümmlich, neben dem Schloss gleich den Code einzuritzen. Ja, das Ding war ja nicht da. Wimmelauto. Wimmelauto. Alter, da will ich ja drinnen noch fahren. Klassisches Frauenfahrzeug. Das wäre selbst von einer Frau assi. Aber ja. Alter. Das war hart. Ach komm, Leute, das ist doch wie. Aber du Gott, das ist doch übel. Oh Gott. Ah, das Schloss, genau, da warst du schon drauf. Warte nur noch. Die Kette hängt doch am Spiegel, am Innenspiegel hängt doch eine Kette. Kette. Oh, ein Hund. Süß, da sitzt. Ja gut, ich sag mal so, wenn wir hier durch sind, ist kein Gegenstand mehr drin. Dann kann auch die Dame wieder Auto fahren. Das ist alles okay. Obwohl. Aber welche Dame ist denn das mit dem Auto? Das ist doch ein Donald sein Haus. Ich wollte gerade sagen, aber eigentlich ist ja der komische Donald hier. Hat doch Donald und Root was am Laufen gehabt? Das könnte sein. Hier aus der Fliege. Wollknoll, also wo gerade Katze auch nicht weit weg sei. Was ist das? Ist das ein Stift oder ist das eine? Ja, kann sein, ein Stift, ne? Stift, das ist ein Schraubenzieher. Und da hier oben beim Notizblock oben drauf, ein Füller. Ach hier, also da war gut versteckt. Und was ist das? Eine Axt. Weißt du, wie das aussieht? Wie so eine, wie vom Briefkasten, diese vorne bei den Amerikanern und so. Schraubenzieher. Vielleicht ist aber auch ein Brieföffner oder sowas. Aber. Aha. Ich glaube, das ist wirklich so ein Telefon. Machen wir jetzt beim Donald auf den Briefkasten und dann können wir da aufmachen. Briefkastenflagge. Dreimal klingeln. Die Tür hat nicht alle an der Glocke.
Gott! Also drei Glocken quasi müssen dort haben. Ja, nicht alle anderen Glocke. Du bist ja ganz schön ein Bastelfreak gewesen, der Donald. Das ist ja genau bei Humor. Ein Wappen. Am Tisch festgefroren. Alle, jeder Scheiß ist ja festgefroren. Wir müssen das minus 100 Grad sein. Das ist ja alle doll verfroren, oder? Frozen Dancing. Total unverfroren. Sieht aus, als stehe die Figur auf einem Fuß. Ja. Süßer Wagen. Ein Vierfüßler. Was? Ja, Mensch, ein Vierfüßler. Hier könnte aber die Katze hinkommen irgendwo. Also als Figur. Ja, da. Stimmt. Hat ungefähr gepasst. Also das sind Spinnflügel. Was ist die Spinnflügel? Da kannst du Klavier, glaube ich, stimmen. Ach, eine Spule fehlt. Ach Gottes Willen. Okay. Oh. Spinne, also eine Spinnrad. Ach so. Aber ich habe durchzahlen, nicht richtig. Okay, also wir haben hier einen Briefkasten. Ach ja, den gibt's ja wirklich. Aha. Hier ist ein neuer Hausschlüssel mehr, Mr. Perry. Vielen Dank für Ihren Auftrag. Vielen Dank für Ihren Auftrag. Das ist ein Mission Impossible Gelapp hier. Rein mit dem Schlüssel. Rein in die Boot. Die Küche. Donald, was ist das für Kunde? Oh, sorry. I just woke up. I'm Gary. I thought you were my roommate, Donald. Da kommt einfach jemand zu einer Tür rein, so, oh, sorry, ich dachte, du warst mit anders, ist alles okay. Falls sie bist so Jungspund in Schlafanzug. No way. Donald, bist du? Detective, you have my permission to search our house. I'll do anything to help you. Warum? Ich habe mir gar nicht gesagt, dass wir Detective sein. Die sehen uns das an. Das ist doch ein Donald, sein Lustknabe, oder? Ich denke, ich muss I'll be in the rec room, if you need me. Das ist Donald, ja. Also die Story ist schon leicht abgedreht. Der Donald hat geschnackselt in der Hütte, ja. So sieht's aus. Aha. Ich könnte etwas darin schmelzen. Immer mit Schmelzen. Das Geschmelzimmer. Muss ja mal mit einem ordentlichen Zang greifen. Das ist ein Wimmelküchenbild. Wimmelküchenbild. Oh, die sieht auch geil aus. Die haben sie aber gut. Die lahmen aber nicht schlecht, die Leute. Ja, man. So, was soll das sein? Topflappen. Dreieck halt. Ja, aber... Null von, also soll einfach. Da ist ja beim Salat, ist ja der Salatwender unten drunter Ding. Der Salatwender. Ich weiß nicht, Zange. Entschuldigung. Oh, Kleeblatt im Salat. Das ist widerlich. Na, das ist eine vierblättliche, da bist du doch König. Ach, da unten, das sind die Mosaik, das sind Mosaik-Dreiecke. Ah. Das muss man schon finden, ja. Ich finde die Wimmelbilder eigentlich ziemlich cool. Seid extrem abgedreht, da ist halt mal was ganz anderes. Wie wir am Anfang gesagt haben, wir wussten, kann ja anders sein wie bei Artifacts Mundi und es ist komplett anders. Küchenlöffel. Mensch! Jetzt hört er mal auf, alles aufzumachen. Aha. Was ist das? Das Ding. Ein kleiner Hebel. Was? Und vielleicht oben die Brotdose? Oben? Ich kann mir unter der Kühlschrank. Aha. Hier so das Ding. Ah ja, sah ganz gut aus alles, hä? Ein Messer, eine Gabel brauchen wir. Ach, da steht ja wieder Zeug, das habe ich gar nicht gesehen. Ah ja, stimmt. Aufkleber, ja. Der achtet man gar nicht drauf. Eiswürfel. Aber das finde ich übelst cool, dass in dem Wimmelbild nochmal ein extra Wimmelbild ist. Wimmelbild, im Wimmelbild. Eiswürfel sind bestimmt im Eisfach oben drin. Das finde ich echt cool. Eine Kuh. Käse und Kuh. Käse ist oben bei der Eier. Lecker Käse. Mosaikstück. Das war, glaube ich, im Gefrierfach oben. Ah ja, da. Alter Schwede. Okay. Ah. Das ist aber echt cool. Na, die anderen Beeten Mosaikstücken musst du nehmen, oder? Nee, nee, dort müssen da noch drei. Da steht doch aber eins von drei. Hm. Ups. Wir müssen noch drei finden. Ach so. Ah, da ist es zwei, ne? Da muss, auch muss noch irgendwas was. Ran, aber was ist das? Da muss es Kleeblatt ran. Ne, das sieht eigentlich aus wie so eins von den Kräutersträußchen rechts, oder? Ach, das sind Zeiger. Ja, Uhrzeiger. Haben wir die Uhr? Da, hier das ist eine Uhr. Das ist das, was oben in der Brotdose muss. Weizen. Naja, klar, Brot, Weizen. Na gut, das ist eigentlich. Aha. Brauchen wir eine Gabel? Und die kriegen wir dann, oder wie? Und mit der Gabel machen wir jetzt. Endlich eine Gabel. Sehr gut, wir haben eine Gabel. Kann man schon mal gebrauchen. Kannst du hier hochgehen? Bestimmt. Schneeschuhe.
Der hat gesagt, wir dürfen uns im gucken, nicht, dass wir alles mitnehmen sollen. Ne? Das ist der Stiefelbus. Die Leute. Das Seil löst sich schon auf. Mit einem Stück Metall könnte ich es sichern. Dann machen wir das halt. Hier, mit einem verbogenen Metall. Und dann das andere Ding? Ah. Wolltest du das nicht sichern? Warte, die Wolle. Dann wir ein Missständig, okay, Wolle. Oh, der Dancing. Ah, wir klauen wirklich alles. Hat es gewertet? Ich wollte es auch, aber es kann es nicht. Hätten wir uns mal verteilt. Donalds schläft. Da gehen wir jetzt hin. Cool. Ich habe ein bisschen Angst. Da hat die noch eine Schreibmaschine. Ach du Scheiße. Genau, was ich brauche. Damit kann ich die verschlüsselten Nachrichten entziffern. Welche verschlüsselten Nachrichten? Ach so, das ist keine Schreibmaschine. Das ist eine so ein Nachrichtenverschlüsselungsding bestimmt. Das ist eine ganz besondere Schreibmaschine, mit der man verschlüsselte Nachrichten entschlüsseln kann. Aber ich habe doch gar keine entschlüsselte Nachricht, die jetzt im Schlüssel ist. Noch nicht. Noch nicht. Mensch, okay. Eine Enigma-Maschine, jetzt habe ich's. Ein Diadem? Warum hat der ein Diadem bei sich? Weil er bestimmt zu dem anderen Eislaufkader gehört hat. Hä? Bunte Kacheln. Bunte Kacheln? Aha, die müssen ja nein. Oh, oh ja. Dann ins Schlafzimmer. Nee. Das ist doch bestimmt. Aber was ist der Verbindung zu den Jahresangaben? Ach du Scheiße. Freiheitsstatue, wann wurde das? Aber ich kann es noch nicht machen. Also es muss irgendwie, muss das noch irgendwas, weil ich kann noch nicht machen. Ja. Vielleicht gibt es noch eine Anleitung, was zu welchen Jahreszahlen war. Ja, aber es gibt es ja nicht mehr. Na gut, okay, vielleicht müssen wir das mal gucken. Da hinten ist noch eine Uhr. Nee. Okay. Ist hier noch eine? Nee. Donald. Das finde ich komisch, dass es eigentlich. Ich habe doch alle Fotos drin, oder? Ja, aber ich denke, es gibt noch eine Notiz oder was, wo steht in dem Jahreszeit. Ach, Entschlüsselung, bestimmt durch den Entschlüsselungsding. Entweder das. So, ab ins Wohnzimmer. Grüß dich. Donald und ich were big into Hobbys. Donald made ice sculptures. He spent most of his time in his studio. Dann gab uns einen Schlüssel. Donald's studio is out back. I've never been in there. He kept it locked and I respected his privacy. Don't laugh, but my hobby is spinning yarn. I demonstrate, but the flyer is broken. Here, maybe. Ist auf jeden Fall ein ungewöhnliches Hobby. Das kann man mal machen. Mit etwas Spitzen könnte ich den Knopf da rausbekommen. Du hast ja nicht immer alles zerstören bei allen. Was bist du? Wie bist du drauf? Das holt es raus. Gabel, fummelt man heute am Fernseher rum. Ach, die Alte ist so drauf. Warum ist das denn jetzt drinne? Ist einmal eine Frage? Ich weiß es nicht. Also ich glaube. Haben wir noch gar nicht gesehen, oder? Ja, spinnen will, braucht Wolle. Hammer. Das ist Hammer. Wenn wir eh was haben, dann ist es Wolle. Ran mit der Wolle. Muss das mal bauen. Ja, hier, Spule, Wolle. Okay, warte mal. Bestimmte Spule? Spule hier, nein? Nee. Na, dann hat er gesagt, wir müssen Teile noch finden. Wir haben doch hier Spinnenflügel. So, und da kommt doch jetzt bestimmt vielleicht die Spule ran. Und auf der Spule drauf. Kommt die Wolle, oder nicht? Diese, brauchen wir denn noch irgendwelche Fäden oder sowas? Spinnenfliegen, ne? Was kommt da noch ran? Seiten oder sowas Einstellte? Kommt da noch rein, oder? Wie täusche ich mich? Das kann sein, also da bin ich überfordert. Ja, verbogener Stützstahl. Oder das, ja. Okay, nee, das anscheinend nicht. Dann ist es halt so, dann müssen wir noch was finden. So, noch so hier. Was ist das wieder? Medaillon. Aber nicht. Aber ausnahmsweise mal nicht. Aua, ich wollte das kommentieren. Was ist auf den Sofa noch was? Reißverschluss. Schmieren. Warum ist wohl alles schmieren? Mensch, sag mal. Über wen müssen wir das? Kann man irgendjemandem das Diadem aufsetzen? Ihm. Möglich. Auch das. Da fehlt noch eine Person. Dann haben wir's. Okay, dann haben wir, da können wir was schmelzen und wir haben. Das sind aber nicht meine Fußspuren. Da scheint ja, treibt sich jemand herum. Schwein. Hätten doch das Gewehr mitgehen lassen sollen. Oh, echt, wir haben doch eh eine Glocke. Oh, was drei. Das klingt nur. Ja, auf das Lesen jetzt ja. Am Auto geht nicht mehr. Ich finde es doch wirklich witzig. Was war denn hier bei der Werkstattbude hier? Bei der Werkstattbude? Genau, können wir da nochmal hingehen, hier? Ach hier.
Da war dieses Emblem-Symbol. Das haben das wir aber nicht. Das Werkzeug kann man wohl nicht nehmen, oder was? Nee, können wir nicht nehmen. Okay, brauchen wir also hier wirklich das Wappen? Aber das bin ich ja gerade überfragt. Wir haben übelst viel. Oder an denen etwas zu erledigen gibt. Die passieren irgendwie nie, oder? Nee, ich weiß nicht so richtig, nee. Und aktive Aufgaben sagt gar nicht. Wir haben also nichts zu tun. Was machen wir ja eigentlich? Das verstehe ich auch nicht so richtig. Was haben wir denn mit einem Baum? Haben wir ja auch noch. Was haben wir mit einem Baum? Mit der Stromding hier? Nee, das komme ich nicht dran. Achso, das geht nur zu reparieren, weil der Baum wahrscheinlich die Leitung zerlegt hat. Also muss es theoretisch was im Haus sein. Muss es eigentlich, ja. Außer also wir müssen zurückgehen. Können wir die Ballerina einschmelzen? Also ich meine nicht. Die Wolle? Die Wolle verbrennen. Die müssen richtig, spinnen. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was die wollen, ja. Oder es ist halt wirklich irgendwo oben bei der beim Spinnrad, dass wir doch irgendwie was falsch gemacht haben. Ja, ich denke, könnte mir auch vorstellen, ne? Oder dass wir irgendwo nicht hundertprozentig hingedrückt haben. Ich weiß auch nicht. Hier ist auf alle Fälle Zahnräder, aber. Müssen wir mal googeln. Die. Was? Die Achse fehlt also auch. Na gut, die haben wir. Die haben wir noch nicht. Okay. Wir haben keine Achse. Also müssen wir doch noch irgendwas anderes machen. Ha, jetzt ist wirklich wieder so ein Ding, da könntest du fast wieder einen Tipp nehmen, weil das wieder so ein Augenblick ist. Aha, hier ist irgendwas. Ja, schon, nicht. Aber. Tipp lädt noch auf. Okay, wir müssen doch hier machen. Aber was ist hier zu tun? Liegt da was zum Aufnehmen? Kannst ja nur an dem Ofen was machen, ja, wir ne? Müssen, ja, wir müssen hier irgendwas einschmelzen, wie ich es gesagt habe. Aber warte, aber steht nicht, wenn du draufklickst, dort, dass es zu heiß ist? Das scheint nicht richtig zu sein. Leer, ich könnte etwas darin schmelzen. Okay, doch. Das Diadem? Das Diadem? Hm. Einstellknopf? Das ist ein Einstellknopf. Okay, mal gucken, warten wir mal auf diesen Tipp. Müssen wir hier irgendwas mitnehmen? Das mit dem Draht ist es was. Oh, was? Ein heißer Draht. Jetzt haben wir einen heißen Draht. Okay. Mit dem heißen Draht könnte man vielleicht die Stühle weg. Bubbeln, die festgefroren sei, oder? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Heißer Draht, Junge. Wir nehmen einen heißen Draht. Das bringt hier nichts, das bringt da nichts, da bringt das da nichts. Was möchte ich mit dem. Was will ich mit dem heißen Draht? Das bringt mir bei der Spule nichts. Heißer Draht. Nein, das bringt mir gar nichts eigentlich. Das ist gar nicht flüssig. Und oben? Gut, man kennt. Ach, hier doch! Das Kissen? Nee. Was haben wir hier gebraucht? Schmierung oder ja, sowas? Schmiermittel. Ne? Oben bei dem? Das Wort hier oben. Eisendraht. Der Enigma-Maschine macht ja keinen Sinn. Das gibt's nicht. Aha. Da waren wir vorhin aber nicht. Da nagelt denn hier den Teppich fest. Das möchte man aber wissen. Wegen. Ist mit Eisendraht das Ding wegbrenne? Geh zum Wohnzimmer. Ich bin überfragt. Das Emblem haben wir nicht. Es muss ja mit dem. Es muss jetzt theoretisch das Spinnrad sein. Kasse die. Kasse einen heißen Draht aufs Ding machen? Warte mal, kann ich probieren. Aber das ist ja keine Achse eigentlich. Naja. Was machen wir nur falsch? Ich bin auch mal überfragt. Nein, so ein scheiß Tipp nochmal. Die Wolle ist es. Spinnenöl braucht Wolle. Das ist schön. Muss die Wolle irgendwie jetzt hier. Ich hab dort paar Mal hingedrückt. Ich hab dort paar Mal hingedrückt. Es reicht's aber. Jetzt setzt ein scheiß Ding da drauf. Na, das kann ich ja nicht. Hier fehlt ja noch die Achse. Aber was hat's denn jetzt genützt? Die fucking. Ohne den Spinnenflügel geht das nicht. Der Spinnenflügel ist ja wahrscheinlich das andere Ding, oder? Jetzt haben wir die Dreckswolle hier hingelegt, na und? Einige habe ich das 50.000 Mal gedrückt. Ja, was ist das? Oh, das geht aber auch weit, ne? Garten. Hä? Okay.
Okay, der Garten, da kann man ja gar nicht so viel. Kann ja nur der Baum. Ach, mit einem heißen. Willst du mich verarschen? Ne. Ein Elektrokabel? Ja, aber das ist ja eben mit dem Elektro nichts zu tun eigentlich. Was soll das machen? Schneeschuhe? Hm, ich mache das falsch. Ach, der Eiszapfen wegschmelzen. Oh, daran habe ich nicht mehr gedacht. Stimmt. Ah. Okay, daran habe ich wirklich nicht gedacht. Den können wir jetzt wahrscheinlich hier in den Ofen knallen. Da kommt das sowas. Hä? Also, warum ist da eine Zange drin? Was? Hab ich jetzt auch gerade nicht verstanden, wo die Zange hergekommen ist, aber okay. Okay. Jetzt haben wir heißes Wasser. Und eine Zange. Da kannst du die Stühle aufschmelzen jetzt bestimmt. Auf jeden Fall, ja. Also mit der Zange, okay, die Zange war wahrscheinlich in dem Kessel und mit dem Wasser hat es die hochgespielt. Aber, beim Draufklicken stand noch, der Kessel ist leer. Ich für keine Ahnung. Ist das ein Bunsenbrenner? Glocke. Das sind wir eigentlich alle zurück weitergekommen. Aber wir haben eine Zange jetzt. Mit der Zange kriegen wir, weiß ich nicht. Muss ich hier nachher. Ach hier, warte mal, hier kommt doch gleich die Ballerina hin, oder? In ja, der Mitte auf den Sockel, den kleinen Fuß. Kleinen Fuß. Ich mache den kleinen Fuß. Klasse ist mit der Glockenwitze. Das Rundes brauchen wir noch. Ja. Okay, machen wir aber jetzt die scheiß Sauna ne, jetzt hier. Ja, aber für alle drei Glocken. Donalds Werkstatt. Das ist die Werkstatt. Donald hat einen Pakt mit der Hölle eingegangen. Jemand hat mich hier eingesperrt und wer auch immer das war. Er hat die Klimaanlage aufgedreht. Ich muss hier raus. Wer hat denn in der Werkstatt eine Klimaanlage? Ist ja eine zu kalt genug immer. Metallschlaufe. Glatsch. Wir brauchen da eine Art Krug. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Kannst du dich drehen? Zur Werkstatt. Ach du Scheiße. Riesenknüppel. Was dünne gebogene könnte ich Zange. Zange, aber dünnes gebogenes haben wir den Draht noch. Metallschlaufe. Was ist das? Boah, zum Glück hat Gary mein Geheimversteck hinter dem Bild noch nicht gefunden. Ich glaube aber nicht, dass, er einen Verdacht hegt. Ein Eisbecher. Und was ist das? Eine Achse. Das Geheimversteck hinter dem Bild? Alter, einfach eine Box, hast gesehen. In einem Eisblock eingefroren. Was ist das? Ach, der Eis ist vorne bei der Tür. Ja. Haben wir irgendwas zum Aufpickern? Nee. Na, nichts zum einem riesen Boxen in der Bude. Das ist Soundcheck. Aber DJ nebenberuflich. Ja. Da hat man den Knopf abgemacht. Dann drehen wir ran vom Fernsehen. Also. Was ist das? Ein Lippenstift und Trichter. Skulpturen hat er sich drauf, der Junge. Okay, noch irgendwas, was ich anklicken kann? Nee. Schnell, bevor wir erfrieren. Das hilft doch nicht. Oh, was? Wieder so chemische Reaktion. Stickstoff, Junge. Ja, schön. Nee, das ist doch kalt. Mal was sollen wir machen? Kannst du mit einem flüssigen Stickstoff die Tür ist ein Schloss oder sowas? Wurde jetzt diese hatten wir uns zum Einfüllen? Ja, das ist Richter. Ja. Geil. So wird's gemacht. Easy. Easy Arschkrampe. Muss er ein Haus finden, wo dieses Bild hängt, von dem Donald sprach. Dahinter muss ich ein Geheim verstecken. Ja, ein Geheimnis. Das Bild war wohl das Puzzlebild. Das Puzzlebild. Genau das. So. Unschön. Aber was ist die Verbindung zu den Jahresangaben? Lippenstift. Brauchen wir. Tja. Okay, wir können ja auf alle Fälle erstmal das Spinnrad machen. Ne, genau. Das könnte, ah ja, aber da könnte man eigentlich mit einer Zange mal probieren, oder? Zange? Ah ja. Das ist zwar eher eine Grillzange, aber... Ha, hast du einen Nagel raus, kriegst du weg. Oder kannst du den Teppich jetzt aufmachen? Ah ja.
Was ist das für ein Emblem? Ein Eiskunstlauf. Emblem. Okay, dann gehen wir hier rein. Das sieht so aus, als ob der Kollege Donald auch Eiskunstläufer war. Vielleicht kompletter Spinnenfliegen. Ran mit dem Knüppel. Jetzt spinn mal was, Junge. Jetzt Wolle ran. Und jetzt haben wir Wollgorn. Toll. Ja, ja. Haben wir dich gesponnen. Wir haben immer gemacht. Okay, wir haben noch eine Statue auf alle Fälle, mit der wir draußen so einen Sockel bedienen können, das Pferd. Ach ja, das ist das Runde. Stimmt. Das Pferd. Aha. Der Sägegriff. Ich muss ein Sägeplatz-Set finden. Sieht aus wie ein Lichtschwertknauf. Ich hab's da gedacht, ehrlich gesagt. Das ist schlecht da drin. Ach ja, warte mal. Ach nee, das haben wir in der Werkstatt eigentlich mal gegeben, ne? Das können wir die mit dem Wollgarn machen. Was haben wir noch? Lippenstift. Das malen. Alter, das ist aber echt gerade nicht einfach. Also das, was hier an der Stelle ist, gerade echt übel. Lippenstift. Mit der Säge könnte man vielleicht den Eisblock dann aufsägen, ne? Möglich, ich brauche mal ein Sägeblatt. Das ist wahrscheinlich bei dem in Werkstatt in dem Schubfach drin. Wo wir das Wappen benötigen. Das könnte sein, ja. Das ist natürlich die Frage. Schneeschuhe, Diadem. Vielleicht können wir mit dem Garn einen Baum weghieven. Alter, das wäre krank. Das ist alles möglich. Da wäre ich jetzt fertig mit der Welt. Okay, komm. Das Wohnzimmer. Was war denn im Wohnzimmer noch so los? Es gibt nur was. Warte mal, was ist bei dem Schrankel? Was ist hier? Soll ich es mit einem Lippenstift schmieren oder was? Also willst du mich rollen? Das ist auch nicht ein Labello ist. Das ist ja Labello, aber das ist kein Lippenstift. Lippenschmiert. Wow. Aha, die verschlüsselte Nachricht. Am Arsch, Junge. Das Mensch. Lass mal mit dem Labello. Scheiß Labello, Monsieur. Das ist ein liebster Lifehack, mit einem Labello in Reißverschluss zu schmieren. Jetzt muss ich das Geschriebene nur abtippen. Aha. Wenn ich mich nicht irre, ist das eine Liste stellt, in denen die Olympischen Winterspiele stattgefunden haben. Austragungsorte der Olympischen Spiele. Italien, USA, Österreich. Das können wir ja ins Bild gehen. So, die USA ist eigentlich am einfachsten. Machen wir jetzt erstes, ne? Weil in den 60er, also rechts. US fucking A. Ne, hier die Stadt. New das York. Ne, oben links ist doch die New York Stadt. Ja, was kommt unten drunter? Muss ja Wasser sein, hä? Stimmt das hier vielleicht? Das? Umtrieber das? Nee, das passt ja überhaupt nicht. Ach so, nee, unten, das, unten rechts oben ist der Himmel bestimmt. So rum wird's genau. So, dann haben wir ja Frankreich, 68, der Eiffelturm. 68 ist der Eiffelturm, ja. So, neben Eiffelturm ist bestimmt der Wald hier. Ich wollte kurz sagen, das könnte dann hier diese beschissene... Ne? Ähnlich, aber nicht ganz. Das passt das vielleicht? Ah ja. So, dann hätten wir noch Österreich und Italien. Italien. Ist, doch der ist das der schiefe Turm hier? Ich glaube, das ist das Kolosseum hier. Oder was? Ah ja, da unten Italien ist Italien von 1965, das heißt... Das hat sich richtig. Jetzt muss man da hoch, ne? Bestimmt. Ja, ja, ja. Und dann das hier drunter? Oder nee, das hat, glaube ich, gepasst. Unten das sah ich gut aus. Du bist mal wieder hoch. Das passt schon. Ah, jetzt genau, das ist Österreich. Was auch immer das für Gebäude ist. Tauschen. Und na? Aha! Alter, ist sogar Eingang. Der geheime Speicher. Uiuiui. Hier muss man auch schon mal Licht machen. Aber echt, hier ist Gasolin. Oh. Ah, in der Wimmel. Alter, ist so Öpste. Fremdgeecke, guck mal, da hängt ein Negligé. Ich denke, das war seine geheime Bumsbude. Ein großer Schlüsselloch. Das klappt. Ich will gleich einen normalen Schlüssel brauchen. Warum nicht? Das ist eigentlich relativ gängig. Die Sprünge. Ja gut, ein Riesenschlüsselloch. Na, aber im Verhältnis zu den anderen Schlüssel. Oh, ist es Fremdgewimmelbild, ja. Seitensprungwimmelbild. Ich zeig dir gleich mein Flugzeug. Ja. Das ist ein Flieger. Heilenspiegel. Schnurrbord-Dreieck. 5 Käfer. Eine Puderquaste haben wir hier. Kutsche. Was ist? Ach, Schlittschuhe. Schnurrbord. Überall Schlittschuhe.
Das Maßband ist rechts dort in den Eimer drin. Ah, ne, Bierfass. Käfer, die sind alle bei dem grünen Schirm, sind drei drumrum. Beim grünen Schirm? Sind drei Käfer drumrum. Ach hier, eins, zwei, drei. Und da ist noch einer. Und da beim Teddy ist auch noch einer. Beim Teddy. Teddy ist links, wo? Links, okay, links. Das, ja. Da ist der, rechts der Käfer. Hier. Ah, da war gleich Schlittschuh. Schlittschuh gewesen. Schließe. Na, ne, gibt's doch alles zusammen. Jetzt brauchen wir noch eine Kutsche und drei Schnurrbärte. Die Kutsche haben wir hier. Das Schnurrbart ist ja bei dem Kleid oben drüber. Da steckt runter mit dem Cursor, genau. Ist das Schnurrbart? Ach, hier. Ach, das ist, ach, so Bärte an sich, oh Gott. Und jetzt? Eine angekleidete Puppe. Und die haben wir da. Ohne Hut und Schirm. Okay, die braucht einen Hut. Und einen Schirm. Und der Schirm. Und dann haben wir noch ein Blumenbild, da brauchen wir die Blüte. Die liegt gleich gerade, wo du den Cursor hattest, oder? Die ja, Blüte? Rechts, rechts, aber rechts. Wo muss die hin? Ach, da! Okay. Ah, da fehlt noch eine kleine. Hier haben wir so einen Stiefel. Stiefelriemenbild. Und da gehen wir das Sägeblatt. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Doch, ach, da, beim Handschuh, stimmt. Ja, die ist abgespacede Säge, ey. Ja, ne, das. Da-da-da-da. Das ist so eine mechanische, also so eine Richtung mechanische, nicht so eine Oldschool-Säge, sagen wir es mal so. Das ist crazy, das Ding. Ja. Das ist echt wie ein kleines Licht. Schon eine Vibrationssäge oder sowas, wird man heutzutage vielleicht sagen. Ne? Eine Säbelsäge. Das ist eine Jedi-Meister-Säge. Ja, ist es. Hier fehlt der rote Faden. Ja. Hat ebenfalls jemand Nachforschungen angestellt. Das ist gar nicht rot. Ich hab's irgendwie geahnt. So. Moment, das war doch die Truppe, bei der rot aufgehört hat. Hat Sel steht vermutlich verlassen, hat Donald etwas rausgefunden. Donald war bestimmt ein Detektiv. Ein Eisläufer. Ach ja, wo war die Display? Das war. Aha. Ja, stimmt ja, das war das Riesenloch. Wo war die das Eiskunst? Das haben wir hier. Ach hier, da. Nein, nicht wieder runter. Stimmt. Daran. Nein! Jetzt geh doch mal dort auf. Das ist eng bemessen. So, ran mit den Eiskunstläufern. Rentier, ein halber Rentierkopf. Eine Säbel. Okay, da kennt man aber. Gucken wir mal mit dem Eisblock jetzt, hast du gesagt. Genau. Oder mit der Säbelsäge zerlegst du einen Baum. Das könnte natürlich auch sein. Und das wäre eigentlich sinnvoll gewesen. Ja. Ran an den Eisklotz. In der Tat hier sein. Alter, was? What? Den machen wir irgendwo auf. Bringe alle Linien zum Leuchten. Die Punkte können mehrfach, jede Linie aber nur einmal verwendet werden. Wähle einen Punkt aus und los geht's. Ach, das ist wieder so ein Ding. Das ist auch manchmal dann schwierig. Ah ja. Das sind so die Wimmelbilder, die sind, also diese Rätsel, die sind meistens auch gar nicht so. Ah, ne, genau. Wenn ich da hingehe. Nein, das ist jetzt schon falsch. Weil du über die Punkte nicht mehrfach kriegst, oder? Ja. Ah. Okay. Das wird gar nicht so ohne. Das stimmt wohl, wenn ich hier bin. Das heißt, fängt ja schon hier an so einer Ecke an. Ne? Weil wenn ich so hoch mache. Nee, dann müsstest du jetzt. Achso. Weil das habe ich dann hier ja das gleiche Problem. Also wenn ich hier auffange und so, kriegst du den ja nicht. Genau, so muss ich das machen. Jetzt ist die Frage, wenn ich das so mache, so und so, könnte gehen. So, solange du dann irgendwo hin kannst, quasi, ist es noch okay. Das ist die Frage so, aber wenn ich so mache, du musst ja jetzt runter, das kommst ja dann gar nicht mal hin. Ja, gut, kann, du musst nicht. Wenn ich jetzt so hoch, rüber, runter, kannst darüber, du da darüber, doch, es könnte gehen. So. Jetzt, wenn ich da hingehe. Na, so. Runter kannst du das machen. Da. Aber dann hört's auf. Hier ist Schluss. Na, aber kannst du nicht
Musst du jetzt immer eine Linie, eine schwarze Linie machen? Kannst du jetzt hier hingehen und dann dort hoch? Nee, wenn ich da hingehe, dann geht's alles weg. Also. Also kannst du nur schräg nur noch gehen. Ja. Ich könnte natürlich, glaube ich, zurück? Naja. Weil das ist ja jetzt das Problem, dass ich hier ja nicht mehr, also das jetzt, ne? Das war schon ein guter Weg, aber nicht der richtige Weg. Aber so ähnlich, in der Richtung. Achso, du kannst. Du kannst aber auch gerne selber mal probieren. Ich kann mich aber ganz kurz gucken, dass ich noch was nachliegt draußen. Du kannst es wohl hier theoretisch auch gleich lösen lassen. Das ist mit diesem Wäschchen, mit diesem. Ach ja, mit dem. Haben wir auch noch nicht gemacht. Haben wir noch nicht gemacht, ey. Na gut. Das geht Oh, fast eins habe ich nicht gehabt. Oh. Ja, nur knapp. War mal so schlecht gewesen. Nee, warte mal. Können wir die zurückmachen? Zurück gehen halt, ne. Oder doch da um. Ach ne, erneut. Ja, komm mal doch. Gut, da kommst du dort an, aber jetzt war mir umgeschissen. Die unteren Seite des Problems, die Dreiecke. Ja. Du dann hier so dich in die Bredouille bringst. Wenn ich das jetzt ach, geht ja nicht. Ich kriegst immer die Linie nicht weg. Das heißt, Umkehrschluss. Hier. Wenn du von hier loslegst, hier rauf. Ja. Ist wahrscheinlich Schikane das Schlechteste. Denke ich ja, so der Ansatz dort oben war schon richtig. Nee. Obwohl, warte mal. Wenn du jetzt hier hoch, ich da hingehen würdest, dann da hin, dann dort, dann dort, dann dort, dann dort, dann dort, dann hast du es fertig. Ach, da fehlt das ja aber. Ach ja. Na, wenn du das machst. Ha, scheiße, Dreck. Wieder eins gefeilt. Gar nicht so ohne. Das sind wieder so Sachen, die kannst du halt dann eigentlich, wenn du es ein paar Mal probierst, dann irgendwie kommst du sie meistens irgendwann mal hin. Ja, aber das dauert. Aber das halt, dauert halt. Das ist so ein Dead-End-Ding. Mm. Bleibt die Mitte bleibt immer stehen. Also unten das mittlere, das Stück bleibt immer stehen. Das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich müsste man nicht in der Ecke auffangen, sondern das also allgemein das gleich mal mitmachen. Seid ihr frech. Wahrscheinlich genau gerade nicht, aber das genau. Und jetzt ist die Frage. Zack. Wenn man das zumacht, könnte man auch nicht fort. Das ist halt immer so eine. Ja, ja.
So ein beschissenes Dreiecksding, oder? Ja. Da fängt halt irgendwie so an. Ja, das steht auch hier. Mhm. Aber kommst du dann nicht mehr, obwohl außer du kommt dann halt zum Schrägen. Genau, genau. Weil wir ja hier, na Gott, nee, hier geht's noch. So, jetzt wird's interessant. Warte mal, wir ketten doch jetzt hier, hier, hoch. Hier hoch, ah, hier hast... rüber, hier runter. Ja. Oh, ich dachte, es kommt noch eins. Vor allem hat sie dann einfach außenrum geschnitten. Ich dachte, das wären die Löcher, wo sie schneidet. So. Nee. Ah, aber gut gelöst. Das lange Wert wird gut. Das Schlüssellochblume. Das ist doch für das komische... Nee. Infiltrationsräumchen. Im katholischen Hinterzimmer. Genau. Nee, ja. Genau. Hier müsste es doch bestimmt nein. Das ist es. Das ist er! Gut, ich dachte, Scott Patterson habe vor, sein Theater wieder zu öffnen, aber dies beweist, dass er der erste Aufführung abgesagt hat, Donald. Das ist wieder Scott Patterson. Moin. Aha! Das große Medaillon. Das große Medaillon. Ach so, das war in diesem Bild. Hä? Das war beim Kollegen, glaube ich, drin, oder? Hier unten war das. Sieht das ein bisschen Mantel? Oh, Alter. Okay. Ist alles so ein bisschen weihnachtlich, hä? Entferne alle Kacheln vom Brett. Wie beim Mahjong kannst du nur freie Kacheln abnehmen. Freie Kacheln? Ist aber einer von uns wüsste, wie Mahjong geht. Wir sind hier freie Kacheln. Sind das freie Kacheln? Nee, frei, die sind ja übereinander gestapelt. Wie bei Mahjong. Bei Mahjong. Ich habe noch nie Mahjong gespielt. Nimmer. Vor allem, wie sehe ich die, dass die frei sind? Den war das, ja. Der ist der Eselwolf. Links und ja. Links. Ah, den geht da geht aber nicht, weil da nicht frei steht. Der Zwee geht aber gehen. Jetzt müsste der A gehen. Die dürfen nicht zusammenstecken. Also es dürfen nicht eh stehen nach dem anderen. Wie der dürfte gehen. Vierer Blume. Rechts außen. Aber das sind ach, Zweier. Ist Vierer Blume. Okay, wir hatten hier drei Bäume. Vierer Eule. Die haben wir. Dreier Eule. Das können wir machen. Baum müsste gehen, oder? Oben und unten, das doch nur links unten ist doch ins tiefer, oder? Zählt es dann nicht? Ach ne, ist ein Einserbaum, Entschuldigung. Ich sehe mal einzeln und doppelt nicht. Da haben wir zwei Schneeflocken, die gehen auch. Dann haben wir hier haben wir einen Dreifachen, aber der ist noch eingebaut, das geht nicht. Der und der geht. Ist die eingebaut? Das ja. Geht. Der Schneemann geht nicht, da ist eingebaut. Obwohl, ne, da ist nicht eingebaut. Triple Eule müsste auch gehen. Triple Eule. Oben. Ist doch nicht weg. Doppel Eule geht auch. Doppel Eule, jawohl. Der vierfache Schnee geht aber nicht, weil da ist eingebastelt. So, das hier ist der Wolke, kann man machen. Der dreifach Blume. Vierfach Eule müsste doch auch gehen, oder? Vierfach Eule. Okay, das geht aus. Lüftet sich langsam. Es sah am Anfang aber verrückter aus als es. Der Vierfachstern müsste gehen. Vierfachstern. Also was ah, hier, die. Dann können wir den Dreifachen machen. Dreifachstern, Junge. So, die große Flocke. Trippelflocke. Einser Schneeflocke. Die Einser Schneeflocke, ja. Dann müsste. Kommt das noch näher? Alles wohl. Ich dachte am Anfang, das wird jetzt heftig, aber es. Da, der zweite Elchkopf. Der Rentierkopf. Was machen wir denn mit dem? Das ist eine sehr gute Frage. Gab es hier irgendwo eine Stelle, wo man Rentier gebraucht hätte? Ich wüsste es ehrlich gesagt nicht. Nee, ich glaube, es ist noch nicht. Rentier? Eine Marionette. Eine Marionette irgendwie hinten bei den. Statuen
Dingsbums noch hinstellen. Könnte sein, dass da irgendwas noch ist. Nee, das ist abgeschlossen. Da sind wir noch nicht reingekommen. Ist, ne, oder? Ach Gott. Aha. Was haben wir hier? Ein Band. Jetzt können wir einen Baum aus dem Weg räumen. Jetzt geht's los. Handsäge. Stimmt, ja. Band und Hand kannst du einen Baum wegmachen. So, das Schnee ist zu hoch. Ich bräuchte Schneeschuhe. Was machen wir jetzt? Dieses Tor dort schon lange nicht benutzt, aber Donald wusste, dass dort etwas versteckt war. Eine Wasserflasche. Dollar. Mensch. 25 Pence. Steht aber nicht früher. Früher kamen es aber 25 Cent. Achso. Ein Dollar. Schweinerei. Zurück kann ich im Moment nicht. Na gut. Aha, dann bleiben wir halt hier. Die Frage ist in dem Weg. Ich sollte sie zurückbinden. Und ein Wimmelbild. Oh, das ist aber cool. So, Schildkröte, Würfel, Eispickel, Maus, Sicherheitsnadel, Auszeichnung. Ach du Heilige! Schildkröte ist der Panzer dort das unten. Der musst du bestimmt. Da ist die Kröte und links ist der Panzer. Bei dem Kachelspiel. Hier haben wir noch. Jawohl. So. Brauchen wir dort Pfeile? Die Würfel liegen links in der Watte. Ja. Da ist der Eis. Das ist nicht der Eispickel. Das ist nicht der Eispickel. Da liegt oben bestimmt bei dem. Ah ja, hast recht. Auszeichnung. Die ist in der Schachtel bestimmt drin. Da fehlt aber das Symbol. Was ist das? Ein Schwein? Was soll das sein, was da drauf fehlt? Schwein? Sagst du, also Schmetterling wieder? Eine Maus? Wo ist die eine Maus? Hab ich auch noch nicht gesehen. Kanne? Ach da, bei der Flöte sitzt eine. Ach ja, Alter, ist die gut versteckt. Okay, so, hier muss irgendein Symbol, aber ich kenne gar nicht, was das sei. Was haben wir denn hier so? Okay, eine Biene. Was soll das sein? Das sieht aus. Pfefferkuchenhaus. Ich kann es nicht einmal. Ich kann was nicht dort einmal. Steht oder nichts, wenn du es anlegst. Hä? Naja. Fehlt ein Problem nur. Na, die Rose. Die da, ja. Genau. Okay. Okay, wir brauchen ein Eichhörnchen plus ist eine Eiche. Kann die das ist oben links bei dem Häusel dort. Hä? Hast du recht. Feuer plus Worbe. Das könnte Met sein, Honig. Honig, Met. Ja. Da ist eine Biene. Oder warte mal, Feuer plus ist es nicht. Ist es nicht. Wachs. Wachs, ja, genau. Glücksspiel? Könnte das sein. Karten plus Engel? Was könnte denn das sein? Eine Schatulle ist auf alle Fälle Schmuck oder Schmuckkästchen oder sowas. Aber Schmuckkästchen sah ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Ketchup. Schneemann und den Schlitten. Aha. Da ist eine Schatulle. Der Schneemann und der Schlitten. Schnee oder Weihnachten oder was? Ach ja, das ist ein Herz nur. Du mal bei da das Herz, ja? Bei Armor und fehlende Karte. Gott, ja. Schnee und Schlitten, Schneeschuhe, Schnee, Schlitten, Schnee, Eis, Schlittschuhe. Schlittschuhe wären ja wieder das klassische Ding. In diesem Wimmel, also zumindest in diesem Wimmelbild auf jeden Fall. Aber was ist das? Was könnte das sein? Was ist denn das für Symbol da auf dem Parfüm? Parfüm? Achso, das ist wie ein Golfschläger, ne? Komisch aus. Hä, was würdest du jetzt sagen? Schlüssel? Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt. Los, Tipp. Ach, der Schneeflocke. Aus. Ah gut, Schlitten halt einfach für Winter. Das ist das Teil dort oben. Was auch immer das ist. Eine Schrift. Eine Verzierung. Gott. Da, 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 da. Die kommt ans Tor, das sieht schon so ähnlich aus. Guck. Hast du gewusst? Klar. Okay, dann gucken wir zum Vorhof.
Ich werde eine Karte brauchen. Mensch, du brauchst doch auch nicht, du kostest alles. Dollar wäre nicht schlecht. Looking for something, Detective? You'll only find the past and faded memories here. It's also my private property. So klassisch vertrauenswürdig. Don't worry, I won't call the police. I'm just advising you. Remember, the best advice. Das stimmt, ja. Okay, mein Herr, Sie wollen also, dass wir gehen. Das heißt natürlich, dass wir bleiben. Wir haben hier einen Schwan. Da fehlt eine Art Kopfschmuck. Da kommt das Diadem zum Einsatz. Geldbörse. Michel, es macht nichts, wenn du die Schlüssel vom Theater verlierst. Es gibt da einen Trick für die Tür. So sieht er aus, Scott. Wir haben einen Dollar. Sehr gut. So, was haben wir hier? Wir haben drei Pinguine. Die lassen sich drehen. Vielleicht müssen sie eine bestimmte Richtung gucken. Das könnte gut sein. Ne? Wir wissen aber natürlich nicht, in welche Richtung. Das heißt, wir machen jetzt erst einmal mit dem Dollar hier. Und holen uns die Zeitung. Große Eröffnung des Bromontor Ice Theaters. Premiere von Schwansee im neuen Theater. Sensation auf dem Eis. Regie S. Patterson. In der ersten Hauptrolle Ruth Fischer. Ja, da könnt. Da hat natürlich ein Motiv. Bist du ihm reingerammelt? Ja. So, Mensch. Hat natürlich ein Motiv, da Ruth Fischer sozusagen sein Theater verlassen hat. Das klingt, als hätte sie den Zeh gerammelt. Bisschen. Sein Theater verlassen hat und ist in den Arm gegangen. Er hat so ein ganz großes Motiv sogar. Großes Motiv, ja. Und da fehlt natürlich wieder etwas. Das war der Scott Patterson gewesen hier, oder ja, was? Ja, der Kollege. Aha. Der hat also mehr Kohle beim Eiskunstlauf gekriegt und ist abgezischt. Ja. Pralli, pralli. Was haben wir denn hier? Da fehlt der Griff. Der Morgen rein. Na, auf alle Fälle gesagt, wir sollten nicht. Oh. Dir. Wir sollten nichts tun hier, sonst ruft er den Bullen an, der Junge. Wir klauen dann nur die ganze Zeit, sonst machen wir doch auch nichts. Das ist nicht schlimm, was wir hier machen, Mensch. Überall Zeichklaue. Tada. Das sei so ein Kunde, der traurig ist, weil jetzt ist die Order gleich vor der Hunde gegangen, weil der Eis bei der Rut abgehauen ist. Da kommt der Mario dann zum Einsatz. Ah ja. Da fehlt bestimmt noch die Dame. Stimmt. Der Michel. Da fehlt noch die andere Marionette. 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 Damit stanzt man Eintrittskarten. Aha. Das ist aber schön. Kann man mal machen. Na, dann stanzt mal. Hab aber keiner. Okay. Dann brauchen wir erstmal Eintrittskarten. Was ist das? Das Musikzimmer? Das ist ein Geschenk. Doch, vor allem das Geschenk beiseite und eine Glaspyramide. Sieht ja gut aus. Cool. Geschlossen. Sieht echt aus wie so eine Miniaturwelt. Wie die Dinger mal heißen. Dia-Projektor. Da brauchen wir noch ein Dia. Okay, ab ins Musikzimmer. Man gibt es so echt oft ein Wimmelbild, ne? Echt? Das muss man wieder sagen. Schirms. Gefällt uns ja, wenn auf viele Wimmelbilder vorkommen. Da ist die zweite Marionette. Das ist Spektrum, wie das heißt, ne? Plektrum. Was ist das? Für Gitarren. Ach, das heißt Plektrum? Ja. Also ich habe zwar Spektrum gesagt, aber ich wusste schon, aber ich habe es halt auch falsch gesagt. So, meine süße Ruth, spiele die Melodie für eine Überraschung. Ich hoffe, du nimmst sie als Symbol meiner ewigen Liebe für dich. Voller Erwartung, Scott. Ah, der Scott wollte auf der Ruth drauf. Da war drauf. Ja, fehlt wohl. Willst du das wissen? Ja, fehlt wohl die Notenrolle. Da war drauf. Eindeutig. So, ab ins Wimmelbild. Ah, Eintrittskarte. Die liegt doch da gerade mittig bei der Maske unten. Okay. Schlittschuh links. Trommel. Schlittschuh. Medizinball. Ein Medizinball. Hoffentlich ist er das gemeint, was mir als Medizinball aus der Luft rausgelassen hat. Ah ja, so ein erstmal aufpumpendes Ding. Wir sehen wie eine Pumpe. Pumpen. Na hier und klar, hier ist doch eine Pumpe. Da. Ganz egal, was passiert. Pumpe.
Aha, zum Beispiel Medizinball. So, was haben wir hier? Wir haben ja so ein Plunderding, so ein Ich tue aber wieder Rouge, pumpen. Ach, wir Rouge. Echt? Ja, ich hab's wieder vor. Uns in der Stadt hat ein neues Fitti aufgemacht. Dürfen sie jetzt wieder? Ja, zur Zeit, sagen wir es mal so. Sagen wir mal so, mal so. Ach, Rouge, alles klar. Und Kleiderbügel. Start an Rouge Company. Oh Gott. Kleiderbügel. Da, ja, nee, oder? Das ist Kleiderbügel. Was, ne? Ach nee, das ist ein Trainingsgerät, das ich zum Auseinanderziehen. So, wenn wir gerade bei Training waren, Extender oder wie das heißt, ne? Genau. Ich mache den Arm stolz und dehne mich dabei ganz arg. Da ist er. Der Extender. Ich werde in die Luft geworfen oder mit einem Ball umgestoßen. Aha, siehst du. Zirkusgerät. Du kannst mit mir springen und hüpfen oder etwas an mich knüpfen. Springseil, ne? Ja. Hast du Fieber, nimm mich zur Hilfe. Zäpfchen. Ja, ist das mal unwahr? Hast du Fieber, also ein Fächer oder sowas? Irgendwie so ein Fächer? Fächer, Wedel, Föhn. Fieber. Igel. Wenn du Fieber hast, was macht man denn bei Fieber? Zur Hilfe. Ein Lappen? Kühl? Das könnte Lappen? Ein Lappen sein, aber wo ist ein Lappen? Na, hier unten das Ding. Das Thermoflasche. Ja. Ah, ein Büstenhalter. Wo ist das ein Büstenhalter bestimmt, oder? Kann sein. Also, wir brauchen eine Schleife. Obwohl, das ist da, Büstenhalter. Schleife habe ich doch auch schon vorne. Hier ist eine übelst kleine Schleife, aber die wird es wohl nicht sein. Naja. Der Federball ist ja oben rechts. Der Schwan ist doch ja auf der Säule drauf, oder? Als Dekor auf der Säule? Also kranig, oder? Also kranig. Ah, ne, da ist da hinten der Schwan als Figur. Schwan. Ah, hier, ja. Ah. So viel für den Theaterkarte, was wir da alles hier wieder aufgeräumt jetzt haben. Ja. Soll Theater kann nicht jeder gehen, ne? Also bitte. Das stimmt wohl. Hier brauchen wir die Spule, Spektrum haben wir, hier brauchen wir eine Art Schlüssel, das haben wir auch nicht. Machen wir die Eintrittskarte stempeln. Ja, wir wohl die Eintrittskarte mal stempeln. Nur noch einen Zettel rausholen. Gut. Ja, wir haben einen riesen Erfolg und macht er berühmt. Ach, Sensation auf dem Eis, so hieß das Theater oder was? Mhm. Ah. Eine Glasfeder. Das Superfilm scheint so nicht geworden zu sein, wie es ja aussieht. Naja, die ist halt dann gewechselt, ne? Oh Gott, was ist hier los? A, B oder C, ob du wirklich richtig stehst. A, 3, B, A, B. Ja, machen wir bestimmt wieder irgendwas brauchen. A, 3, 4, A, B. Okay. Dir ja, warte mal, kannst doch jetzt Marionetten-Ding geben, man doch so weibliche Marionette. Das stimmt. I was the prima ballerina at Sensations on Ice. My lead in Swan Lake made me famous. Höre die Rutz erzähle man und drücke in der richtigen Reihenfolge auf die passenden Knöpfe. Im Text oben gibt es die nötigen Hinweise, das Lämpchen leuchtet grün auf, wenn du die richtige Auswahl getroffen hast. Okay, also ich war die prima Ballerina bei der Sensation auf dem Schwanensee. Na, was war auf dem Schwan? Also, man muss auf den Schwan klicken. Und sie. Boah. Und Schlittschuhe bestimmt, oder? Schlittschuhe. Scott was a brilliant choreographer, so he won many awards for Swan Lake. Scott? Also Scott und hat Preise gewonnen. Und hat für uns Schwan-Dings gewonnen. Ne, ich denke eher Schlittschuh wegen Choreografie, oder? Okay, also er, Schlittschuh, er gewann Preise und für seine Inszenierung. Aber Inszenierung stimmt doch gar nicht. Choreograf. Okay, warte mal, das und dann sei. Ach so. Okay. We became very close. Closer than I wanted. Okay, sie kommen sich relativ nah. Scott even proposed to me. I tried turning him down gently, but he started acting more possessive. So, hat um die Hand angehalten bei ihr. I refused to re-sign my contract. I couldn't work with him anymore, so I joined a new troupe. So, also Vertrag. Zusammenarbeiten, Schloss? I heard Sensations on Ice failed shortly after, and he went bankrupt. He stopped contacting me. Also, kommt zu uns, Scott. Sensation auf dem Eis. Bankrott ging, könnte der Schlüssel sein, könnte das Ding sein, ja? Sein.
und dann nahm Kontakt zu mir auf. So, im Knast gekommen. Was haben wir da? Schlippenkarl. Wo war denn die? Gute Frage. Die hatten wir schon. Wir hatten vorhin hatten wir sowas, wo diese blöde Karre. Wo war diese Karre? Hier oben hingehen, wo das Mandel war, kannst du. Da können wir auch. Ja. Flur. Da ein. Geh doch mal zurück, du. Du und du. Genau, das waren die Pinguine. Da haben wir aber noch nicht die Choreografie. War hier das mit dem Ding? Da nee. Haben wir ja nicht mehr. Okay, also. Muss es erst noch kommen. Okay. Dann gehen wir dem Typen mal hinterher. Ob das so eine gute Idee ist, ist wohl noch fraglich. Haben wir mal. Ja, der Typ ist Gift. Der Typ ist definitiv nicht gut positiv gestimmt. Ich glaube, da steckt etwas im Kissen. Ah. Mach's mit dem Schirm auf. Das ist noch so am Start. Was ist denn eigentlich da? Nein. Ach, da muss es. Verschlossen. Ah. Das Dier. Zweiter. Da kannst du das mitnehmen. Gift. Lösemittel. Lösemittel. Oh, da ist ein Piepmatz drin. Ich müsste den Draht durchschneiden. Zum Schneiden haben wir natürlich nicht. Da haben wir eine Flasche. Oh, ja. Und hier müssen wir nochmal eine Trophäe reinsetzen. Ein Preis fehlt. Haben wir natürlich nicht. Wer hätte es gedacht? Kann ja ein anderes sein, wenn wir mal was haben. Wo da rein ist in die Tür, kann man aber auch nicht hin. Haha. Naja, ist verschlossen. Das ist immer mein Standardschlüssel, immerhin. Also das ist immer, ich wollte gerade sagen, ja, das ist aber selten, aber es kann aber passieren. Die ist rein. Ah, die Pinguine. Da liegt doch was da. Kannst du das wegnehmen? Soll ich den? Ich weiß nicht, was ich mache. Also ich bin hier. Die Maske. Ach so, so war wohl der Pinguin. Ja, so standen die. Cool, standen die mal da. So. Die Träne? Ach so. So. Da 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 da. Was ist das? Busch-Emblem. Busch-Emblem. Kann man aber machen. Buch und Buch-Emblem irgendwo benötigen. Da eigentlich los. Das waren so. Diese Zahlen. Das Lösemittel. Muss man irgendwo mal was weg ablösen? Ja, hier, aber hier gerade halt nett. Und zurück können wir ja nicht. Du bist hier. Es gibt ja nur Theaterlobby, Musikzimmer und das wohl dann der Flur. Das wird dann ja. Ach, eine Lösung. Piepmatz rauslösen. Ich sag mal so, ich hätte es mir vorstellen können. Schirm. Flasche Wasser. Metallft, Glasfeder. Was gab's hier auf der rechten? Was war denn mit dem Kissen? Ach, du musst mal was Spitzes, ne? Glasfeder. Plektrum. Lösemittel. Schluss. Problem. Hinten war der Preis, das Trophäe haben wir definitiv nicht. Das ist natürlich. Ja. Ich weiß ja gar nicht, was wir jetzt. Also, hier wollen wir jetzt hier nicht weiterkommen. Aber okay. Das alles gemacht? Dann muss es ja theoretisch im Vorhof oder im Musikzimmer sein. Musikzimmer war ja nur noch das Ding. Kurbel fehlt. Kurbel haben wir nicht. Kurbel haben wir keine. Hier kann man das nicht nehmen. Gibt es ja noch irgendwas? Da war das Wimmelbild und hier war dieses Notenrolle. Notenrolle haben wir auch keine. Und das, was hier ist, können wir nicht machen. Warte mal. Aha. Okay, das sah so aus, als wenn hier irgendwas wäre. Turmbalken. Da muss es ja am Vorhof sein. Am Vorhof ist ja gar nicht mehr. Die Pinguine. Und was ist, wo geht's hier zurück? Zur Hauptstraße. Hier ist diese Straße. Aha. Wo sie sagt, hier so bräuchte eine Karte. Ah, hier war das Buchemblem. Aha! Was ist das? Eine Notenrolle. Da haben wir die Notenrolle.
Es fügt sich zusammen. Rein mit der Notenrolle. Spiel ab den Knüppel. Da fehlt etwas. Es fehlt die Nische wieder. Feder. Lösemittel? Lösemittel. Ja. Brauchst du aber auch eine Kurbel oder irgend sowas, oder? Ich denke, ja. Tja, meine lieben Freunde, sind wir auch nicht viel weiter. Nicht wirklich. Der Vorhof. Was soll ich hier jetzt... Nein. Was soll ich hier jetzt tun? Ah, das Fenster. Ach, oh Gott. Ach, der Feder. Mensch, an manches Zeug denkt man aber auch wirklich nicht mehr. Ja, man erinnert sich nicht mehr dran so richtig. Eine Zahnrad. Was könnte das sein, was am Dings fehlt? Aha. Schlüssel. Schlüssel? Fürs Büro. Das Büro. Und jetzt wird es interessant, meine lieben Freunde. Wir da ist doch der Kollege reingelaufen. Der muss doch noch drin sein. Wir sind dem Killer auf der Spur. Es kommt ran. Wir haben Lösungsmittel dabei. Ich kipp's einfach ins Gesicht. Scotts Büro. Aha! I need answers. I won't rest until I know who did it. I don't need anyone's help. I'll be fine on my own. Du Spinner, was machst du hier? Wir haben eigentlich eher gedacht, dass du der Schuldige bist, mein Freund. Ich hab dich ehrlich gesagt alles in Verdacht. Gut, du glaubst also, du kannst mich einfach im Stich lassen? Damit kommst du nicht durch. Ich werde dich finden und dann wirst du bereuen, was du getan hast. Scott. Ah, das ist zu offensichtlich. Die mit ihren Schlittschuhen. Das hat man doch schon. Schlittschuh-Symbole. Haben sie auf alle Fälle mit. Mr. Patterson, wir haben uns einen Türschloss an der Tür ihres Geschäfts eingebaut. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Okay. Eine Kachel fehlt. Aha. Balkon. Komm auf. Das Geschirr liegt ja wohl schon seit Jahren. Für den Lösemittel. Das stimmt. Alter, wie straff soll das auch gebranselt sein, dass man es nicht abmachen kann. Naja, das liegt halt schon seit Jahren. Jetzt kann ich es abspielen. Oh, Mensch. Das ist ein bisschen eklig. Ja, halt ab. Sauber geworden. Der Kolibri, 1 von 3. Aha. Falls ich auf eine 8mm Film stoße, weiß ich, wohin ich damit sollte. 8mm Film. Ja, auf dem Balkon. Net 6, 8. Geile Aussicht. Ja, aber echt. Da ist ein Kolibri. Schlüssel. Für alles braucht man egal einen Schlüssel. 6. Aha! Er will mit Bild. Alter, wie es aussieht. Ein bisschen räudig. Okay. Eine Hahn, ein Rasierer, ein Rasierer, der ist bestimmt ein Sparschäler. Oh. Ach, hier, oder? Ja. Fernglas. Fanny Fernglas. Schaufel ist oben links. Ich dachte, das ist die hier. Ja. Oder dort? Oh, ein Huhn. Stiefel. Ein Huhn. Stiefel, Riemen, Bill. Da ist der Löwe. Ah, Giraffe, Frosch. Was haben wir denn jetzt noch? Ein Stift? Soll das ein Skalpell sein oder so? Nein, das liegt doch beim Auto dort links, oder? Auto links von dem Auto? Bisschen Auto, links? Links. Ja, ja. Ah ja, das ist es, ja. Da ist der Kugelschreiber oder Federfüller oder was auch immer. Stiefel im Fernglas. Stiefel ist, könnte hinten rechts sein, dort hinter die Vögel. Ja, und das Fernglas ist das bestimmte Oldschool-Okular. Opernfernglas, das wieder. Schiff und Schiff und Ketten könnte Anker. Ein Anker. Anker sein. Hängt da beim Frosch dort oben, ja? Stimmt. Eine Zielscheibe und ein Pfeil. Dort. Dort oder ein Pfeil. Lenkrad, Auto wahrscheinlich. Soll das sein, was du gesagt hast? Ein Horn. Trompete, ein Horn. Ja, ein Horn, ja. Horn. Ach ja, ne. Horn? Naja, das ist gut. bei der ist das Horn? Das, ja, hat ich ja gesagt. Hammer und Amboss, ein Schmied. Eisen. Oder ein Hammer. Könnte auch sein. Ja. Schere und Rose. Schere und Rose? Schneiden. Rosenschere. Gartenschere. Gartenschere. Mitte. In der Mitte? Gartenschere? Ach, dich da, ja. Ja, ja, gut. Aha, endlich ist gar kann man das Kissen aufschnitzen. Aber echt. Da fehlt doch was. Es muss möglich sein, das Vögelchen zu verscheuchen. Ey, wo willst du denn Vogel verscheuchen? Weil er da hinten das ist. Kranker Psycho. Knallende Flaschen. Das hast du ein Skalpell. Da waren wir ja mit dem Schirm vielleicht. Ja,
war schon ewig, oder? Ja. Um den Schirm könnte man das Windspiel vielleicht machen. Ne? Da haben wir eine Kurbel, die wir brauchen. Ja. Sehr gut. Es fügt sich wieder zusammen. Kurbel können wir benutzen und ich denke mit dem Skalpell hier das Kissen aufschneiden vielleicht. Ja? Ist es? Denke ich auch. Das ist bestimmt noch ein Kolibri drin. Oder das? Doch Schlittschuhe. Einer davon. Warte mal, da war ja noch ein Kolibri, aber brauchen wir keine Zange. Ein Kurbel kann man jetzt so an das Ding noch machen. Warte, wo war denn das gleich hier? Hm? Ne, hier die Kiste hier links. Ja, genau. Das ist der Trophäe. Der Preis. Vom Trophäenschrank. Dann auf zum Trophäenschrank. Aha. Rein mit dem Knüpp. Eisläufer des Jahres. Verkaufsvertrag. Hiermit bestätige ich Mr. Scott Patterson den Verkauf des Bromontaire Eistheaters an SG. Der Verkauf tritt Ende des Jahres in Kraft. Das ist der SG. Und eine Kachel. Ah, wo war das? Eine Kachel zu deinem Herzen. Ja. Ah ja. Bitteschön. Ein Schlüssel und eine. Was ist eine Mechanismusschraube? Eine Mechanismusschraube. So, mit der Mechanismusschraube könnte das gewesen sein, ne? Oder? Könnte es passen? Oder der Schlüssel. Oder Schlüssel? Mensch, das wäre doch so eindeutig. Ja, das ist ein Löwenschlüssel wahrscheinlich, ja? Den Schlüssel und eine Schraube. Hier war das Symbol, da brauchen wir noch eins. Schlüssel und Schraube. Hier brauchen wir eine Rolle, die haben wir alle. Das ist jetzt wieder los. Was soll ich deine Flasche noch? Das weiß ich gar nicht. Vielleicht bekommen wir ja irgendwann mal Durst. Hier könnten wir was machen, aber das bringt mir ja alles nicht. Da habe ich ja nur einen Scherer oder irgendwas, keine Ahnung. So, da ist das Ding. Das bringt mir alles. Muss Schraube. Oh, hat man denn hier noch einen Mechanismus mit Schraube? Kausen wir nicht. Dinge. Na komm. Theaterlobby. Hier irgendwas. Ach, hier, was ist denn hier mit? Da, klar, die Mechanismus-Schraube, die sehen doch auch so aus. Ah. Info. Nein. Info. Löse die Formel oben mithilfe der Knöpfe ABC und positioniere dann die Sechsecke entsprechend. Schiebe sie mit den Knöpfen nach oben oder unten. Wie bitte? 4, 3. Wie bitte? Was? Okay, wenn ich B drücke, passiert gar nichts. Wenn ich C drücke, passiert gar nichts. What the f... Was? Ne, wahrscheinlich... Lese die Formel oben mit Hilfe der Knöpfe. A, B, C und positioniere dann die Sechsecke. Entsprechend schiebe sie mit den Knöpfen nach oben oder unten. 4. Kann ich hier was machen? Nee. Ne, wenn, warte mal, A, 3. Musst du dann A auf Stufe 3 machen? Und C. 1, 2, 3, 4, 5 sei es. Aber A ist. B. Ah nee, weißt du, wie du es machen musst? Du musst bei A 4 machen, bei der B A minus 3, also E-Moll, und C ist A minus B, also 4 minus 1 sei 3. Okay, da bin ich jetzt nicht drauf gekommen. Hätte ich jetzt nicht kapiert. Gut, dass du es kapiert hast. Aha, Michel, also. Wen hat sie dir jetzt im Gelegten? Scott Patterson? Ich sagte, die Michelle ist krank. Mach, da ist kalt. Da fehlt eine Karre. Es fehlen immer Karren überall. Oh Gott. Ihr Sicht. Ich wurde gerade angerufen. Kannst du mal erstmal kurz weitermachen? Mach ich.
Ja. Ich fahr heran, Leute, und weiter geht's. Hoppala. So, dann machen wir mal weiter schauen. Hier haben wir. Tja, hier brauchen wir Maskensymbole, die haben wir noch nicht. Können wir. Ich komme nicht ganz an die Leiter. Was haben wir denn? Eine Drahtschneide. Ach so. Schirm, kannst du mir helfen? Ah. Können wir da auf die Bühne gehen? Ach, der Kollege. Er hat nur das Bewusstsein verloren, aber darf nicht darunter liegen bleiben. Er muss das Ding heben, bevor er zerquetscht wird. Puh. Ach, guck an. Hier haben wir das erste Maskensymbol. Was haben wir hier? Die Kupplungshebel fehlt. So kann das Ding nicht bewegen. Kupplungshebel haben wir meines Erachtens nicht. Nee, haben wir nicht. Was haben wir hier? Scotty, ich rette dich. Sie können ja nicht alle sterben hier. Wir müssen auch mal jemanden helfen. Sonst wäre ja auch ganz schön düster das Ganze. Na gut, wir haben. Ich hatte doch kurz was gesehen. Wir haben einen Drahtschneider. Da können wir doch hier oben den Vogel rausschneiden, bestimmt. Ah ja. Das dachte ich mir. Das wäre Kolibri Nummer 2. Die Maske haben wir nur eine. Das heißt, wir müssen herausfinden, kann man den Schlüssel irgendwie anschauen. Wo passt der Schlüssel? Das ist die Frage aller Fragen. Wo könnten wir den... Hier noch irgendwas? Hier fehlt eine Karre, hier fehlt uns eine Maske. Können wir die eine schon drauf machen? Achso, okay. Man muss. Das sind auch so fiese Dinger. Wenn man glaubt, man muss beide sammeln, um reinzukommen überhaupt. Und dabei öffnet aber jedes Schlüsselelement einzeln schon etwas. Das ist auch fies. Jetzt war nur die Frage, wo brauchten wir die Schlittschuhe? Wo war das? War das im Büro? Ah ja, genau. Hier ist der richtige. Sehr gut. Ein Spiel. Schiebe die Tänzerin zu den farblich passenden Feldern. Sie können nur entlang der Rillen geschoben werden und nicht übereinander springen. Wähle eine Tänzerin aus und dann das Feld, auf das du sie ziehen willst. Das heißt, alles klar. Rot muss also... Achso, muss einzeln, okay. Rot muss... Hier hinter, genau. Die ist ja auch rot. Die können wir auch gleich hier hinsetzen. So, was haben wir noch? Blau und lila. Und die sind ohne Farbe, okay. Das dürfte eigentlich nicht so schwierig sein. Würde ich jetzt mal sagen. Ah, das geht doch eigentlich ziemlich einfach. Zack, zack, zack. Blau haben wir platziert. Und jetzt noch die lilane Tänzerin. Jawohl. Aha. Das ist der Lampenschlüssel. Damit können wir auf dem Balkon den letzten Kolibri holen. So, jetzt müsste man natürlich nur wissen, wo wir die drei Kolibris überhaupt gebraucht haben. Du hier. Flasche Wasser. Wo haben wir die drei Kolibris überhaupt gebraucht? Tja, das war jetzt natürlich hilfreich. Ich war ja auch mal kurz weg. Wo könnte das jetzt gewesen sein? Scotts Büro. Im Theater kommen wir nicht weiter. Das ist vielleicht im Vorhof irgendwo gewesen. Hauptstraße. Nein, ja, nicht. Zurück. Können wir auch nicht. Wo war das mit dem Kolibris? Schwierig. Theater. Eigentlich würde ich ja passenderweise aufs Musikzimmer tippen.
aber so richtig. Wo müssen wir denn die drei Kolibris einsetzen? Hast du eine Idee? Das habe ich noch nie gesehen. Nee? Also ich dachte nicht, dass wir da was gehabt hätten. Okay, dann wird's aber interessant. Dann wird's schon wieder interessant. Achso, also wir haben letztendlich, der Klunker ist zurück. Oder? Bist du zurück? Ja, ich bin da. Dann setz dich, Junge. Ja, alles klar, jetzt kannst du wieder ran. Ja. Hier brauchen wir noch eine Maske. Sind bei der Bühne, hier brauchen wir eine Karre. Und hier unten liegt der Kollege, wie auch immer hieß. Walter. Der Walter, genau. Der ist aber bewusstlos, den können wir noch helfen. Michelle wollten lieber einen Haufen brabbern. Genau, dafür brauchen wir einen Kupplungshebel. Aha. Um den dort rauszuholen. Okay. Ich habe jetzt die drei Kolibris eben gesammelt, aber weiß gerade nicht, wohin damit. Kannst du das weiter bedienen, weil ich habe ja nämlich mit meinem Headset ein bisschen... Ja, alles gut. ...Schwierigkeiten. Können wir machen. Gut. Kolibris. Wie hast du den Kolibri dort rausgekriegt? Ne, du hattest eine Drahtschere im Inventar. Ah. So ist es. So verrückt. Ich weiß aber gerade auch nicht, wo wir mit den Kolibris hin müssen. Wenn wir sie brauchen. Ich muss das Ding heben. Genau, dafür brauchst du einen Kupplungshebel, um die Maschine zu bedienen. Plektrum, ein Schlüssel. Und wo passt halt der Schlüssel? Schlüssel, ja. Fraglich. Oder mit dem fucking Tipp. Aha, auf dem Balkon. Geh zu Balkon. Also die Lampe haben wir aufgemacht. Balkon. Da muss es was mit dem Pipmatz zu tun haben. Mit dem Bibimatz. Weil dort ist ja die zweite Maske. Ah, die wir brauchen. Wollen wir vielleicht mit dem Black drum. Vielleicht musst du das Pipmatz mit dem Wasser abspritzen. Okay, komm. Ach, du musst einen Kolibri da dran. Ach, die kommen da dran. Oh Gott, okay, das hätte ich nie gesehen. Schwierig. Und dann haben wir eine verschreckt. Bin aber ganz ehrlich, das hätte ich so nie gesehen. Ich hätte immer gedacht, das ist wie so ein Emblem zum Kisten öffnen. Das war schon sehr unauffällig. Okay. Da muss man schon echt aufs Zufall draufklicken. Du musst ja hier oben, ne? Beim Publikum dorthin, genau. Alles klar. Ist das hier drin, der Kupplungshebel? Stimmt. Aha. Versteckt die den extra da drüben drin, ne? Und dann. Ran mit dem Ding und zieh. Walter, wir retten dich. That was too close. I thought I was a goner. Detective, thank you. Mal nach Zeit, mein Freund, dass du mit unserer Schuld stehst. I saw Michelle before I fainted. I think she's got an accomplice. I bet they have a drop point downtown somewhere. Here, she dropped this. Maybe it'll help you find the drop point. Endlich mal eine Schrotflinte, oder was hast du denn? Achso, ja. Ach, der Kachel. Eine bemalte Kachel. Das ist bestimmt die hier oben, in das die Steuerung rein muss. Ja, das könnte sein. Ah, da fehlt noch einer, oder? Ja, das ist so ein typisches Set, wird's schön. Schiebe die Kacheln an die richtige Stelle und vervollständige das Bild. Kacheln können nur an freie Stellen geschoben werden und nicht nebeneinander springen. Und da bin ich ja immer richtig scheiße in solchen Dingen. Los. Das Geschnörkel ist bestimmt außenrum, oder? Ach, da bin ich, das könnte Ecke sein hier. Ja. Das könnte Ecken sein hier. Ja. Die links so, oben, du kannst rechts nur ins Leere schieben, ne? Ach du Scheiße, das wird richtig mies. Ach, so könnte es sein. Denke ich auch, das oben links ist dann auch eine Ecke. Also das jetzt hier. Das könnte auch eine Ecke sein. Das heißt wiederum, das könnte ja hier fast passen schon, ne? Die Figurerei ist in der Mitte. Oh Gott, das wird... Das wird links unten drunter sein. Ach du Heilige. Obwohl das auch da sein könnte. Man könnte ja mal gucken, ob das vielleicht so schlecht ist. Warte mal, nee, so nicht. Das so, so. So. Ach, jetzt kriege ich das nicht wieder oben in die Ecke, ne? Das ist belastend. Okay, dann muss ich das so machen und dann das so. Ich denke aber, dass das dunkle Teil auf der linken Seite hier ist, oder das dritte. Das da ist das Rische. Der Arm kommt unter das Teil drunter. Das? Ja, das ist, denke ich, da unten drunter. Mhm. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus.
Oder wird das, passt das nicht? Hier bräuchte man. Das könnte das sein, ne? Das wird das sein, genau. So. Oh, jetzt wird das wird übel, sag ich euch. Das wird, das könnte hier oben sein, ne? Denke ich auch, dass das da rein muss. Mal, dann könnte man das ja vielleicht zu drehen. So. Was kriege ich das wieder dort nicht raus? Das Teil, was wir also versuchen, vielleicht das nach links zu kriegen, oder? Krieg ich das hier? Ja. Mal vielleicht eins weiter runter und dann hier scrollen. Na, so. Mach das auch noch nach oben und schieb die eine Runde weiter. Ja, dann kannst du doch die zwei jetzt linken, die linken tauschen. Wie bitte? Das mit dem der links daneben. Das? Ach nee, warte mal, tauschen geht ja nicht. Nee, tauschen ist nicht. Du hast recht. Das muss ganz hoch. Dann muss ich das aber. Warte mal, obwohl das geht ja jetzt wieder. So. Jetzt krieg ich das wieder nicht hier. Haha! Ich hasse Schieberätsel. Oh Gott, das kann ich ja leiden. Das ist sogar dort richtig. Wir können ja erstmal hier gucken, dass wir das vielleicht. Genau, aber das ist ja. Dann haben wir da die Spitz. Ah ja, ah genau. Wird doch. So, da haben wir Steckfuß. Das ist immer gut. Der rechte Schlittschuh, das ist bestimmt unten links in der Ecke. Das? Nee, das hier, das kommt dort bestimmt hin. Achso, das könnte ja. Warte mal, das geht nicht. Das muss irgendwie weg. Aber das kriege ich nicht weg. Wenn man so eine Ecke dann drin ist, ne? Ah, ist das schrecklich. Aha, schon ein bisschen was zusammengesetzt. Gut, wir könnten ja das vielleicht schon mal so ein bisschen rumdrehen, ja. Was ist das? Was ist das? Das weiß nur Gott. Weg mit dir. Da kriegt das halt an einen weg. Na, ja, weil du das halt nur, wie du schon sagst, nicht. Oh Gott, das ist echt übel, Leute. Das ist. Du kannst es gerne probieren, wenn du es möchtest. Hat das wäre das allererste Rätsel, wo ich, also nicht, weil ich. Aber weil das echt so Dinger sind, die gehen mir immer übelst auf den Sack. Das würde ich, wenn ich es privat spielen würde, würde ich wirklich mit diesem dreimal überspringen. So bewegt sich das. Das ist ja hier richtig. Wenn es tauschen kostet, mich das immer sei, aber so Schiebedinger. Ja, das ist tricky halt, ne? Ja. Was könnte die hier unten in der Ecke sein? Das müsste ja dort hoch, ne? Das sind so Sachen, Leute, ey. Übel. Das kommt aber dorthin. La 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 la. Das ist ein A-Geschieb. Ja, vor allen Dingen nur E-Feld. Das ist übel. Das ist sehr weit aus. Das muss dort hoch, das sind die Ecke. So. Das ist ja sogar richtig. Mhm. Das Teil muss aber hier nur noch. Das ist echt bescheiden, ne? Also, so kann man nicht vom Fleck.
Rascha. Ich finde sie sagen, aber total belastend. Das ist aber eine Nummer eigentlich. Scheiße! Das muss. Das ist ich wohl hier. Das muss. Nee. Glaube ich, ganz unten rechts das mit das, der Hand. Welches? Das ist, glaube ich, ganz unten rechts so, diese Hand, die sie so abspreizt. Nein. Aber. So, das wäre richtig. Das ist auch richtig. Die aber nicht. Du musst hier. Nee, doch nicht. Noch eins weiter hoch. Das muss ganz nah. Ach, das muss hier nein. Ach so. Was? Das ist echt nicht ohne, ne? Das ist echt schwierig. Du drehst dich halt irgendwie du drehst dich nur im Kreis irgendwie, ne? Das ist gar echt schwer. Naja, na gut, wenn nicht, dann können wir ja mal so ein Überspringding machen. Machen wir noch nicht. Gezeigt. Wie gesagt, wenn du das lang genug machst, irgendwann kommst du hin, aber ich mag dies, das mag ich wirklich als Rätsel überhaupt immer nicht. Da lieber irgendwie so Alchemie-Sachen, wo du was rechnen musst mit verschiedenen Maßeinheiten oder was weiß ich oder sonstige Sachen, alles gut, aber ich hasse solche Schieberätsel mit einem. Das, wenn du es tauschen kannst, geht's auch noch. Aber ansonsten finde ich, da komme ich da immer nicht drauf klar. Ich bin da immer zu. Ich kann dich nicht puzzeln. Da bin ich jetzt in der Wesen. So, haben wir einen Rand gemacht. Du bist auf alle Fälle auf dem guten Weg. Hier, das Teil. Kann aber auch hier sein. Das könnte auch sein, ja. Gibt es da irgendwas mit der Hand? Eigentlich nicht so richtig, oder? Bist du eigentlich auf einem guten Weg? Weil dir sieht es langsam recht gut aus. So ist es so einfach. Mittlerweile sieht man es, was es sein soll. Ah, also steht dort. Das Geschieb, oh. Rastest du auf was aus? Ach nee, das ist ja hier. Nee? Nee, nee, das ist ja schießerisch in der Ecke. Kann das sein? Ah ja, doch, das hier passt schießt so zusammen, hä? Aber eigentlich müsste sie jetzt weiter hoch. Und was kommt dann unten? Achso, ja, stimmt. Das ist eigentlich so. Ja. Und was kommt hier? Das? Es geht doch. Ne, oder das hier? Ja, das könnte unten rechts sein. Obwohl, ne, das ist ja der B von dem Typen. Das hier irgendwie, was ist? Denkst du, das hier? Irgendwie, keine Ahnung. Ja. Das sah aber eigentlich ja komisch aus. Hat man das nicht gerade probiert? Ja, so ähnlich ist es aber, ja, so wie es gerade war. Die B müssen hier sein. Die hier? Hm. Aber es kommen die unten in der Ecke rein. Das weiß ich auch nicht. Ja, jetzt bist du richtig. Das war richtig. So wie das Style war, war es richtig, oder? Nee. Naja. Das ist ein wirklich ein komisches Teil irgendwie. Ja. Das weiß ich auch nicht so recht, wo das hinkommen soll. Das ist in Ordnung. Das kann ja, denke ich, hier. Naja, ich weiß nicht, ob das hier gehört. Na, muss ja durch deinen Pupsel. Das sieht aber irgendwie. Sieht es ein bisschen strange aus. Naja, das ist eine Idee. Du musst mal denken. Ihr seid hier in einem Genre. Und das ist halt falsch. Das muss runter und dafür muss dieser blaue Umhang muss hier in der Mitte rein. Ja, das ist richtig. Aber, ja. Na genau. Aber der muss halt dort hin, wo das ist. Die müssen sich genau drehen.
Ach so, in der Teil ist ja frei. Das könnte ich sagen. Das ist ja dann die Ecke hier unten. Mhm. Alles klar. Macht Sinn. Genau, ja, das ist richtig. Und da musst du halt das, was richtig ist, wieder wegschieben. Das ist halt so belastend. Zwackschum. Ja, das ist echt belastend. Du bist der Puzzlemeister. So, jetzt brauchen wir das Teil aber noch hier unten. Leider. Fick dich! Ich bin begeistert. Ach, leck mir mal. Ich bin begeistert. Tja. Also, Respekt. Das hätte ich nicht gemacht. Aber sehr gut. Das war... Alter. Haben sie sehr schön gemacht. Was haben wir jetzt eigentlich gekriegt? Eine Rolle. Ach, die 8mm Rolle. Filmrolle. 8mm. Mensch. Machst du ran, den Knups. So, jetzt sehen wir mal einen ordentlichen schönen Film. Nee. Guck mal einen ordentlichen Film, Junge. Karte vom Treffpunkt. Aha. Mhm. Und nu stehen wir wieder da. Wir haben jetzt eigentlich nicht viel mehr gemacht, oder? Müssen wir zurück zum Schneemobil. Nicht wieder das. Ne, das geht noch nicht. Und unten zurück rechts. Kann... Ach so, hier, warte. Ah ja. Treffpunkt. Ah. Ich werde Klassiker als Treffpunkt Telefonzelle. In jedem guten Spionage- und Agentenfilm wird sich in der Telefonzelle getroffen. Gibt's denn nicht auch so eine ab 18er Version Treffpunkt 24 oder Treffpunkt irgendwas? Ja, möglich. Sieht aus wie ein Blitz. Wie aus AC/DC. AC/DC Schlüssel. Das ist echt so. Irgendwann muss man benötigen. Aha! Endlich mal ein Schlüssel. Scott's hier Chef. Und was ist das dort hinten? Hat aber ganz schön viel Leben, der Kunde, hä? Das ist echt. Doch hier ein Musikwimmelbild. Dark im Spektrum. Ah. Was ist das? Eine unechte Münze. Die muss man aber also verstecken, ne? Eine unechte Münze. Der Stimmwirbel fehlt. Gott, das weiß ich aber jetzt nicht, was ein Stimmwirbel ist. Ich kenne eine Stimmgabel, aber eine Stimmwirbel. Ist das vielleicht dieses Ding, was da dort unten antritt? Diese Schallplattensammlung, was mache ich hier? Alle Ortlingen. Wo ist da unten? Ist doch ein Infozeichen. Muss man mal aufmachen. Bilder aus den Schallplattenhüllenpaare. Wähle eine beliebige aus, um zu beginnen. Ach so, jetzt sehen ja welche gleich aus. Hier. Genau. Ach, wieder dieses Memory, ne? Ja. Mit dem Memory haben sie es aber an im Spiel ein bisschen. Closed. Bildkacheln haben sie auch wieder. Kacheln, Schlittschuhe und Memory spielen. Ja, aber echt. So. So, eine Flasche. Lippenstift, Schloss, Musiknoten, Waffe. Noch eine Waffe. Lupe, Gabel, Feder, Brille. Sind wir hier bei Halo oder was? Und Waffe steckt hier in dem Verstärkungsding da. Im Chip. Nee, hier da, genau. Eine Stimme, das Gabel ist bestimmt eine Stimmgabel gemeint, oder? Könnte sein. Lupe steht bei der Gitarre davor. Bei der Gitarre, hier, ja. Eine Feder. Feder zu deinem Herzen. Brauchen wir eine Schere. Federbrille. Ja. Brille habe ich gesehen. Ah, ja. Ich brauche ein Werkzeug. Was ist das hier? Ach, das ist Schloss. Das Schloss liegt auf dem Koffer. Schloss liegt auf dem Koffer. Wofür brauchst du ein Werkzeug? Da braucht hier ein Werkzeug steht. Aber ich weiß nicht, was das sein soll. Das sieht aufbrechartig aus. Lippenstift wahrscheinlich drin. Genau. Peter und Gabel. Aber mit was kann ich dir das aufbrechen? Doch, ach, das ist wirklich eine normale Gabel. Schere. Wo ist die Feder? Oder. Mit dem Ding vielleicht. Da ist der Lippenstift hier. Fehlt nur noch die Feder.
Ist es die eine richtige Feder oder ist es einfach so eine Wandzeichnungsfeder? Ich habe weder noch bisher gesehen. Irgendwie. Muss ich sagen. Gibt es auch ein Instrument, was Feder heißt? Das könnte sein. Aber wenn, dann weiß ich, also wüsste ich jetzt nicht gleich. Ach nee, eine Feder kann ja eine Sprungfeder sein. Kann eine Sprungfeder sein, ja. Sowas irgendwo. Sehe ich aber auch keine. Auf Anhieb. Schleife, Rose. Schuh. Eine Uhr. Wo bist du, Feder? Globus. Also Feder, muss ich ganz ehrlich sein, sehe ich auch gar keine. Komisch. Die Maske dort oben ist auch keine drauf. Feder. Also, das war eine dunkle Feder, ne? So wie so eine richtige schwarze, aber das war echt übel. Ein Trompetenkoffer. Ein Trompetenkoffer? Ist das? Scheinbar. Oh, Trompetenkoffer gefunden. Können wir aufbrechen. Ohne eine Anleitung kann ich nicht die Trompete zusammensetzen. Okay. Oh, eine Trompetenanleitung. Warte mal, hier eine Musikladen zu finden sei, oder? Ja, brauche ich, wenn nicht. Hier müssen wir mal dran denken. Hier brauchen wir mal einen Stimmwirbel. Da ist bestimmt die Anleitung da drin. Das kann sein. So, Michel. Hey, was ist das? OS30, B40 plus O. Jetzt setzt das wieder dein Ding her. Excuse me, this is a private call. Buzz off. No, not you, honey. Now, where were we? Was ist mit Ruth? Was ist er nicht? Was ist das jetzt, das Sicherungskastenhinweis? Hat mich immer irgendwie. Ach, hier. Ja, da oben, ne? Das Sicherungskasten. Bist du ein Stromabdreher, dass er auflegen muss? Oder man tun sie mit einer Trompete, verscheuch. Das könnte sein. Nicht gefasst, das sieht ja auch gefährlich. Wo können wir dorthin gehen? Was ist das? Die Hebebühne. Brücke. Eine Hebebrücke. Crazy. Okay, Kontrollhäuschen haben wir. Was haben wir hier? Eine Pumpe. Ich muss die Pumpe am Tank anschließen. Was für ein Schlauch oder was? Haben wir nicht. Flasche. Sie könnte doch echt mal langsam wieder einsetzen. Was ist hier? Kochel. Ein Mosaikstück. Ach, jetzt können wir mit der Hand auf jeden Fall Schnee frei machen. Na. So ein Ding hat man doch, hä? Ja. Mach auf. Aha. Der AC/DC Blitz. Endlich. War das nicht bei How I Met Your Mother, der Blitz? Ja. Da gab es einen Blitz. Immer wenn der Blitz kam, war der Party vorbei. So? Ja. Ah, so, ja. Wieder so eine. Da haben wir doch die Bildchen unten. Die Pommes-Tüte, die Popcorn-Tüte. Die Pommes-Tüte. Tausche die Karren aus, bis die Bilder in den Spalten eine Gleichung ergeben. Ach du Scheiße. Du kannst die Karren beliebig auswählen. Immerhin. Eine Gleichung. Okay. Also plus plus ist. Ach so, hier. Ah, okay, alles. Ja, Mais plus irgendwas ist Popcorn. Also Mais plus. Na, Honig kann da nicht sein. Mais plus Honig? Klar. Ach nee, Honig gibt es als Zöpfchen. Ja, ich dann hier hast du hier hinten eine Mais Biene. Biene. Zum Beispiel Feuer. Biene? Ja, das ist Popcorn sozusagen. Okay, da ist hier unten eine Wabe. Die muss er mit hier rüber, ja. Und du musst ja die unten ein bisschen tauschen, die zwei. Genau, Biene, das ist in Ordnung. Was haben wir, das ist eine Art Fruchtpresse, ne? Da kommt der Wein raus. Ja, eine Traube. Wir brauchen eine Weintrauben. Da haben wir einen Baum. Kriegen wir aus Feuerholz. Und eine Axt. Und eine Axt. Was, soll das Strickgarn sein? Ja, ganze ja, Handschuhe. Oh, da ist es gleich. Siehst du? Der Angelhaken. Der Wurm. Träumchen. Das war mal schön. Fischernetz. Da ist eine Anleitung. Und ein Netz. Das ist richtig, das ist alles vertreten hier. Da hängen Schlüsseln drin. Ach, ah ja, gleiche suchen. Gott. Schlüssel? Wo ist noch ein Schlüssel? Vielleicht doch irgendwo dahinter vielleicht. Da haben wir eine Muschel, eine Kleine und da ist noch eine. Da ist der Schlüssel, genau. Also. Was ist da? Lappen. Lappen. Schön, wo ein Aufwand von Lappen. Aber echt. Was haben wir hier? Das ist eine Welle. Eine Welle. Wellenwappen. Denk mal an eine Welle. Naja, was muss das Blitzelchen machen, hä? Ein Blitzkasten. Der Blitz. Mal auf. Jetzt brauchst du eine Sicherungszelle.
Okay, Ohr ist gleich 30. 30. Ohr. B ist gleich 40. Plus Ohr aber. 40. Also 70 ja dann. 40? Nee. Ach so, nee. Plus Ohr hast du gesagt. Ja, also 70 müsste es ja dann sein. E. C ist 10, ne? Das sind diese mathematischen Dinger. D ist 10, ist C, also 10 plus 70, 80. 80, Junge. So, W, A plus C. 30. 30 plus 70, 100. D minus Y. 70 konnte das sein. Achso, das macht es dann mal nicht. Also O ist ja, O ist 30 und C ist Zahn, also er ist 40, ne? Ich dachte, ach so, B sei 70. 40. So. Dann X ist D. Minus Y. Minus Y. D hast du gesagt, sind? D ist... D aber... Zähne? Ne, D ist 80. Ja? 80? Minus Y. Minus Y. Y, das war aber noch nicht. Z müssen wir an. Wir müssen Z erst machen. W plus C, weil die haben wir. W, warm. 40. 40, ja. Plus C. Hast du gesagt 70? Zahne. Sei 50. Haben wir die noch? Genau. So. Also jetzt müssen wir Y machen. C minus Z. Ne, C plus Z, ne? Plus Z, ja. Sei 50, sei 60. Und dann ist logischerweise... Ach ne, es gibt noch Dreier. X ist D. D ist Y. D war 80. Und Y ist 60. Also 20. So, jetzt hat die Frage hin. Ist gleich abgehauen. Gleich weg. Sag gut, kein Strom mehr da und sie ist davon gelaufen. Gezogen. Ich jetzt dachte, die hätten einen Stromschlag gekriegt und war tot. Aber wir können jetzt telefonieren oder was? Vielleicht muss ich eine Münze einwerfen. Vor allem klemmert Strom ab, die raut ab und wir können aber telefonieren. Michael, komm zu meinem Hausboot, sobald du diese Nachricht erhältst. Scotty. Scott. Na, es wird aber langsam offensichtlich, dass die unter der Decke stecken, ne? Ja, der konnte das nicht erdulden, dass die Dame nicht mehr an seinem Programm ist. Und Michael hat sich gesagt, es ist meine Chance, da komme ich ganz groß raus. Meine Chance, schlüssel Scott drauf und los geht's. So, wir haben jetzt den Trompeten und brummert das Ding an. Aha. Alter, ist das. Also, wir brauchen das große Gestell. Dann müssen wir vorne das Boosterle da machen. Boosterle? Das Trompetele und das Mundstück. Machen wir das Trompetchen. Wozu machen wir die? Ich denke hier, ha? Aha! Tatsache! Ein Hebel. Oh Gott, wo war die dein Hebel? Ne, entweder sieht eigentlich also fast ein bisschen aus wie bei der Pumpe hier. Oder? Ja, brauchen wir eigentlich wie eine Art Schlauch oder irgendwas. Hm. Oder ein Lappen. Ein Lappen. Ein Hebel? Ich glaube aber, wir hatten irgendwo einen Hebel. Ich dachte mir, ich dachte, wir hätten irgendwo. Wo? Aber wo? Wo? Müssen wir vielleicht wieder zurück? Na, oder ist der, na gut, der Hebel wird wohl nicht für die Trommel das Ding sein, oder? Ja, komisch. Nee. Gab's hier noch irgendwas anderes? Ich glaube, wir haben alles abgeschlossen. In der Bude hier. Ja, komm. Wir müssen da mal einen Tipp nehmen. Also, wann geht die Tipps so los? So ein Telefon? Ja, da unten liegt doch noch was. Da musst du mitnehmen. Ah, der Stimmwirbel. Manchmal kommt mir das so vor, als wenn die Gegenstände vorher nicht dort gelegen hätten. Das ist manchmal echt so. Aha! Die Welle! Frisch, das Wellensymbol. Machen jetzt so eine Welle, Junge. Die perfekte Welle! Kommen den Leuten noch auf die Stiche. Aha! Schlauch! Dran mit dem Schlauch! Bitte. Die Brücke ist nur außer Betrieb. Die Reparaturarbeiten beginnen nächste Woche. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Du hast hier einen Zettel dort gelegt, dass die Leute Bescheid wissen. Ja. Jetzt müssen wir es reparieren. Kein Hebel dran. Den haben wir doch. Ah.
Boah, aber nicht viel zu reparieren, hat nur so Hebel gefehlt. Da wird das sie eine Woche lang warten wollen. Das haben wir das doch gleich gemacht. Es gibt aber unterwegs ganz schön viele Bereiche, hä? Aber echt. Es wird langsam. Da gehört noch ein, was? Norval. Ach, ein Wall, okay, ein Wall mit so einer, wie sagt man den, Horn. Sein Zahn. Das ist ein Zahn? Ja, ein Norval ist, das ist kein Horn, das ist ein lang gewachsener Zahn. Ah, okay. Völlig vereist, ich müsste das eigentlich schmelzen und sehen, was draufsteht. Wo ist man da mit Lappen? Oder du das Flasche Wasser. Du machst doch mehr Eis, ne? Das ist eine gute Idee. Mensch, da muss man mal bitte. Gutshaus. Das gibt's doch nicht. Doch hier. Ah, das kannst du holen. Was ist das? Eine Aale? Das weiß ich auch nicht, was das ist. Da komme ich nicht dran, im Schwimmen ist es zu kalt. Okay. Und einen Anker werfen oder was sowas. Was ist denn eine Aale? Das weiß ich auch nicht. Aha! The police are on to us, thanks to your slip-up. Come on, let's blow this joint. Come on, let's blow. Warum nicht? Eis-Eis-Dinger runtergewiesen. Wo kommt die Eisblöcke her? Das kann man mal machen. Festgefroren. Vielleicht kann ich. Warum will die mal alles schmelzen? Lass euch mal rausdrehen, das Ding. Gut, jetzt ist schmelzen. Sleepy River. Ja, wie cool. Verboten. Das sieht aber so straff noch. Straff. Ein Lappenei. Der brennt doch. Mensch. Das ist straffe, wenn wir Bilder drin haben. Aber locker-flockig. Olle. Olle. Keine Ahnung, was eine Olle ist, ehrlich. Das sah ich irgendwie ab, wie so ein Eispickel, irgendwas Ding. Drüben gehen wir noch ran, was haben wir hier? Aha, Schneeschuh, Paddel. Da kann man vielleicht so ein Boot holen, oder? Eine Leiter, oder eine Leiter. Das Gottes Boothaus. Da ist der alles so veräußert. Ja, muss Kohle haben, ich sag dafür, dass er laut Story ziemlich arme Schwein ist. Sie bist so Immobilienhai. Eine Vorkarte. Brummer und See nach Bangor. Ja, aber sofort da, Junge. Das Ding vielleicht mit der Aale. Ja, ich glaube, Aale ist ja geschraubt hier. Ordne die Symbole der äußeren Ringe so an, dass sie in allen Spalten dreimal dasselbe sind. Das wird zusammen sehr viel, ne? Du kannst rechts und links sehen, zwei Kacheln nach außen schieben, drücke auf die Pfeiltaste, um den Ring zu drehen. Hüter? Ach, sehr. Dreimal bügeln. Warum schiebst du das raus? Na, soll ich doch rausschieben, oder? Was, ne? Ich dachte, du musst sie anordnen, dass die übereinander stehen, die drei gleichen. Du kannst bestimmt dann nur mit Tricksen. Ja, du musst sie halt, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel das hier rausnehme, ne? Dann drehe ich das, nehme das Glas raus. So, dann kann ich ja das weiter drehen und tue ich mal das hier haar. Ja, oder? Drehen die sich alle gleich? Nee, hä? Die drehen sich alle? Nee. Aber das, doch. Okay, innen bleibt fest und nur außen dreht sich. Okay, alles klar. Das heißt, wir müssen neben dem, der Bügel muss sein. Das heißt, wir können, schieben mal in, kann ich als zwei raus machen? Nee. Okay. Dann muss ich also... Mein Flasch wieder neu. Bügel raus. So, jetzt. Bügel hydrier. Bügel rein. Sehr gut. So, das muss. Also, wir müssen immer noch den inneren Ring gehen. Das Weinglas brauchen wir hier also. Nee. Du musst ja eigentlich nur die zwei äußeren gleich machen. Oder? Nee, wenn ich die zwei äußeren gleich mache, kann ja hier auch der Schlittschuh sein, würde aber dann innen nicht passen. Also, muss ich ja diese passen hier. Dann passt da drei Bügel. Jetzt brauche ich. Drei Handschuhe zum Beispiel. Warte mal. Achso, ja. So, das heißt, ich muss den Handschuh rausmachen. Na, heilige Mutter. So, dann muss ich. Hier muss der Handschuh rein, also brauche ich den. Na. So, jetzt ist aber die Frage, wie ich das hier raus. Nee, du, das geht doch gar nicht. Du musst einfach nur die zwei äußeren Ringe zueinander gleich machen, weil du damit, du kannst es ja die Reihenfolge gar nicht ändern. Das geht ja gar nicht. Du musst nur die zwei äußeren Ringe gleich machen. Immer anhand orientiert, was hier inne ist, muss außen das gleiche sein. Geht ja gar nicht anders. Ich hab überlegt, ob das so geht und dann aber, dass ich das auch noch zumachen kann. Warte mal. Ah, nee, das geht nicht.
Du musst jetzt zurückdrehen, den Baum rausnehmen unten. Ah ne, du hast einen Huthausen. Ne, Entschuldigung, du hast einen Huthausen. Die Violine musst du rausnehmen. Hier ist der Hut. Violine. So, den Hut noch drehen. Ach so, ja, gut, okay, ja, das hast du da recht. So kann man, doch gut, so geht's auch. Ja. Du musst es eigentlich so machen, weil du kannst das andere gar nicht beeinflussen. Ja, den Mittelpunkt kann ich nicht reindrehen. Genau. So, was haben wir denn noch? So? Brauchen wir die Tasse? Du musst das... Tasse. Warte mal, jetzt hast du zwei Rasen oder so. Schlittschuh hast du noch außen? Dann müsstest du die Schleife unten rausnehmen. Die Schleife? Da kann ich aber alte Schleife gleich so drehen. Ah, ist ab, ja. Ja. So. Jetzt kann ich einen Mistelzweig. Genau, die Brille brauchen wir Brille. Da. Das wird so bald gewesen sein, hä? Ach ne, Baum und Handschuhe müssen wir noch tauschen. So. Handschuhe. Wo ist der Baum? Ganz da. Unten und unten. So, und dann musst du es eigentlich nur noch so drehen, dass es in der Inne passt. Oder? Ja, aber das ist ja dann das Ding. Jetzt passt es ja, ne? Also das ist ja das Ding, was ich meine. Was? Aber du kannst doch den Innenkreis gar nicht drehen. Das ist ja trotzdem, Das geht doch gar nicht. Oder dreht es in eine Richtung innen den mit und der anderen nicht? Nee, das dreht gar nicht. Ah, du kannst doch den Mittelkreis gar nicht verändern. Das ist komisch, ja. Ich habe halt gedacht, wenn du die Dinger hier auch rausnehmen könntest, weißt du? Na, deswegen dachte ich, ja, da würde das ja Sinn machen. Aber da das nicht geht, wie willst du da die gleiche Reihenfolge hier kriegen? Das ist die gute Frage. Zum Beispiel die Tassen da in der Themenfolge hier oben links. Tasse mit Schleife tauschen. Aber wenn ich die Tasse dorthin schiebe. Da musst du dann, wenn die gleich aufs. Das wird wahrscheinlich eine. Nee, da kannst ja. Du die jetzt zu zweit rausnehmen, weil sie gleich sei? Nee, hä? Irgendwelche? Ah, es geht doch! Okay. Aha! Aha! Okay. Na gut, da haben wir ja schon mal vorgearbeitet. So. Am besten, wir nehmen jetzt irgendwie eins und orientieren uns dran. Handschuhe vielleicht, die sind am offensichtlichsten, oder? Handschuhe machen wir es halt, oder? So. Ich sag gerade da, wo ich reibe. Die Teetasse brauchen wir. Also Brillen raus. Auf der anderen Seite. Brillen raus. Und da hauen wir die Tassen rein. So. Noch die Tassen? Ah nee, warte mal. Nee, warte mal, hä? Ah doch. Noch die Tassen würde da Dingsbums kommen. Da. Warte mal, wir haben die Brille hausen. Die müssen wir auch wieder rein. Ja, jetzt kannst du es lassen. Lass die Brille hausen. Brille müssen wir mit den Weinflaschen tauschen. Also bei den Weinflaschen musst du Brille rein. Weinflaschen und Weingläser? Gläser, Entschuldigung. So, da muss Brille rein. So, dann stellen wir wieder ein Handschuh ein. So, jetzt haben wir die Gläser hausen. Dann müssen wir die Uhr rausnehmen. Na, warte mal. Warte, ich dreh mal wieder. Jetzt haben wir was nebeneinander, hä? Ja, das passt. Okay, jetzt haben wir die Hüte. Nehmen wir an. Ah, ne, warte mal, stopp. Das ist der Dingsbums. Da bräuchte ich mal die Fliege. Der Fliege. Gewürstel. So. Jetzt haben wir Fliegehausen. Fliege ist dort der Baum. Der Baum. So, Baum war jetzt da geht die Violine oben. Ja. So, Violine ist der Kleiderbügel. Muss ja nur ein Gedreh hier, ey. Ja, echt so. So, Kleiderbügel, wo kommt der hin? Bei der Blume. Dinger.
Mistelzweig. Jetzt müssen wir es eigentlich haben, fast dann. Viel kann eigentlich nicht mehr fehlen. Mistelzweig. Schlittschuhe müssen wir noch. Schlittschuhe raus. Und, Achso, ja, jetzt nicht aufgepasst, wo hier. Ich glaube, die. Oder? Mistelzweig muss hier und die Hüte müssen dort hier. Hüte und Schlittschuhe müssen da. Aber ja, aber Mistelzweig hast du platzieren. Genau. Jetzt müssen die Hüte noch raus. Die Hüte, ja. Na. Achso, die musst du jetzt, glaube ich, irgendwie tauschen. So. Genau, die passen. Ja. Also, das war aber übel, ja. Stunde an dem Ding herumgedreht. Vor allen Dingen war es komisch beschrieben, ne? Winger. Was sind da Geist drin? Kohle? Feuerstein! Aha, da können wir das Wimmelbild anzünden. Sieht aus wie ein Flügel. Haben wir nicht. Tatsache. Ja, das war schon übel. Das ist eine Falte hier an der Decke. Aha. Tatsache. Ja, schauen wir hier. Wow, der Michel hat das Aussehen, aber was? Aber null Talent. Ruth hingegen ist spitze. Niemand ist besser als sie. Sie wird uns reich machen, Scott. Tja, hat sie aber dann nicht so gesehen. Hier fehlen ein paar Teile. Da fallen uns aber noch zwei. Mensch, uns fehlt aber immer irgendwas. Nicht so. Man kennt jetzt bestimmt mit dem Feuerstein. Wo war die das, wo es dunkel war, genau. Aber wahrscheinlich brauchen wir noch was zum Zündeln, oder? Das Ruder. Und dann versuchen wir mal das Boot vielleicht herzuholen, hä? Ja. Das geht doch bestimmt mit Ruder oder Leiter. Das könnte sein. Ruder, also Leiter wäre komisch, aber Ruder? Was haben wir denn hier? Sprühflasche. Vielleicht könnte ich Wasser hineinfüllen. Na dann. Endlich auch eine Wasserflasche ist wieder mal gebraucht. Wenn ich Salz dazu gebe, kann ich damit Eis schmelzen. Salz haben wir aber nicht. Mensch. Haben wir aber nie was. Was ist denn da? Ach, das war so mit dem Wal, ne? Norwal. Okay, das war zum Eis schmelzen. Wir haben ein Feuerstehen, aber können kein Feuer machen. Das ist alles scheiße. Aber da hinten ist doch Salz gewesen, oder? Na, vielleicht gibt es das hier. Wir brauchen so? Also irgendwas zum Zündeln. Aha. Flügel-Emblem. Ich kann doch bestimmt den Eisblock irgendwie zerbrechen. Leider. Feuerstein. Leider draufknallen. Leider draufknallen. Na, dann machen wir einen Flügelschlüssel. Nein. Machen wir das. Flügelschlüssel. Aha. Was haben wir da? Keil. Damit könnten wir was zerbrechen. Keil. Wir könnten aber damit einen Feuerstein. Ne, mit Keilen muss man schon irgendwas keilen. Theoretisch. Hätte ich gedacht, man haut einen Lappen rein und macht hier mit einem Feuerstein Feuer, ne? Aber irgendwie. Nein, wie will er das nicht? Ne? Fehlt irgendwelcher anderer Zündstoff. Okay, was haben wir hier eigentlich jetzt noch über? Spielt gerade wieder total. Keil. Ein Lappen, eine Leiter. War dir irgendwas übles vor? Was ist denn mit dem? Was ist mit den Schildern? Na, da musstest du was vereistes. Ja, da brauchen wir die Sprühflasche mit Salz. Okay. Ist hier irgendwas? Gottes Geschäft. Zurück geht's nicht mehr. Ja, komm. Bootshaus. Doch hier. Festgefroren, aber hier muss irgendwas anderes zu machen sein. Ist da irgendwas neben noch? Ach, Seil? Aha. Was ist festgefroren? Das Seil? Hör mal, so Seil abbrennen. Denkst du? Nee, wahrscheinlich nicht. Das kann man ja jetzt auch mit einem Seil machen. Egal, wovon. Also, man kann, obwohl theoretisch haben wir doch eine Dachluke und wir haben eine Leiter. Das stimmt. Warum geht das nicht? Was hat das vielleicht irgendwie? Aber hin. Ah. Ja. So wird's. Ein Malerwimmelbild. Oh, endlich mal was.
Du greifst dich wohl, nein. Ein Keil. Jawohl, da ist ein Salzfeilen drin. Okay, ist das schon? Die Verstecke sind rein mit dem Salz. Hätte ich aber die ganze, ja, das ganze Salz reingebracht. Ein Enteiser, den können wir jetzt aber überall hier sprühen eigentlich. Jetzt gefühlte 100 Teile. Aha, da haben wir das Stück Holz. Steht denn schon der Lavalampe, hast du gesehen? Ja. Habe ich auch eine schöne bekommen. Ein Smiley, ja, ja. Stift und ein Hornkopf ist hier beim Farbpinsel-Set. Moment. Gut, da ist der Hornkopf. Hornenkopf. Blümchen. Ein Auge. Chinesisches Symbol. Das haben wir. Mit einer Blume. Chinesische Symbol. Die Blume ist ja hinter der Pinsel. Hinter der Pinsel, hinter der Pinsel. Eine Margarete. Ne, da unten bei Becher dahinter. Ach da, alles klar, ja. Ah, da, guck mal, da liegt, guck mal, da liegt der Narwhal. Ich sehe das. Das stimmt, den kriegen wir. Narwhal, also Narwhal ist für mich zum Beispiel kommt. Also ich kenne das Tier an sich optisch, aber ich, das wüsste ich zum Beispiel nicht. Da hinten ist es. Da ist er, Kollege. Komm her, Narwhal. Gib mir deinen Zahn. Symbol. Sehr gut. Oh, da war noch, warte mal, da hängt dann der Emer, ne? Aha! Diesmal ist er mir nicht ein Seil. Seil. Der eigene Eimer, den muss ich holen. Ich hab's gesehen, irgendwie noch so im Auge. Okay, wir brauchen noch was dann zum Runterholen von dem Ding. Gut. Was machen wir zum Eimer brauchen? Hier liegt doch ein Schneeschienstock hier, das ist doch ideal. Das würde ich auch nicht mehr. Okay, dann machen wir erstmal hier das Stück Holz rein. Mensch! Und mach ein Feuer, Junge. Was lappen wir jetzt noch? Na. Was ist denn nur der scheiß Problem? Mach jetzt einmal das Feuer, du Arschloch! Ich raste aus. Okay. Da fehlen wir noch mehr Brennholz wahrscheinlich. Okay, dann tun wir mal enteisen. Ich glaube nicht, dass Salzwasser so effektiv ist, aber. Was kann man denn mit Handbohrer überhaupt machen? Dann machen wir noch das Schild, das meint Eisen. Alles ein Eisen jetzt hier, jetzt ja, ist Schluss. Das ist ein Zettel. Da muss man mal mit einem Lappen drüber wischen. Lappen ran, haben wir ja. Aha. Ein Teil. Das wird klar. Dann ja. Wohl. Ja. Ran. Nicht rechts. Ach ja, oben drauf. Das sieht genauso aus, ne? Aha, eine Harpune. Und da kommt Strick Seil an. Ran. Dann holen wir einen Eimer mit der Harpune oder was? Ich glaube auch. Alter. Warum denn nicht? Früher haben die mit Harpunen Wale gejagt. Heute holt man Eimer von Wäscheleinen runter. Zack! Wenn man da frech hebt. Eimer ran. Ist das noch nicht so fast? Wir brauchen nicht mal Eimer, wir brauchen bloß das, den Inhalt. Den Inhalt des Eimers. Wo war denn das überhaupt mit dem? Jetzt bin ich akkurat am Überlegen. Ja, irgendwo war das hier. Haben wir das gesehen, den Schmutzi, Mutzi, Lutzi? Das war, glaube ich, vorher irgendwo. Hier? Beim Scott Wars. Ah, wo war das Scheißding? Beim Scotty Hotty. Scotty to Hotty. Obwohl, warte mal, war das vielleicht im Bootshaus? Im auch Kuchen. Möglich. So ein Ding, nee, ist gar nicht mehr. Wunderdreck. Ich weiß auch gerade nicht. Oh, und die Mosaikstücke und irgendein diese Hinweise, die sah so nutzlos, die sei überhaupt nicht existent. Die dachte, was er Bootshaus, das muss doch hier irgendwo gewesen sein. Wo war das? War das nicht hier bei dem Spinner irgendwo? Da. Ah, hier ist es. Okay. Was haben wir da? Eine unvollständige Zunderbüchse. Okay. Mir fehlt der Feuerstein. Habe ich doch. Mensch, Zunderbüchse. Jetzt können wir Feuer machen, bestimmt. Jetzt geht's los. Die kommen alle nicht aus der Wildnis. Die wissen nicht, wie man Feuer macht. Mit der ohne Zunderbüchse bist du halt aufgeschmissen. Alter, das hast du in der Hand. Achso. Fuß, Mief. Käsefuß. Schuhe. Eine Mief. Gardine könnte eine Schlaufe sein, oder? So eine Gardinenschlaufe? Ja, irgendwie sowas.
Bandschleife. Sehe ich aber leider nicht. Da gibt's noch einen Känguru-Beutel, also ein Beutel wahrscheinlich. Gibt's da hier oder eine Tasche? Das könnte sein, ja. Ein Korkenzieher oder ein Öffner, irgendwas öffnen. Flasche, Bier, Wein oder sowas. Oder ein Schweizer Taschenmesser. Wäre auch eine interessante Sache, ja. Ah, da oben ist eine Weinpulle. Eine Pulle. Was macht die mit dem Fleisch? Ein Kaninchen und ein Salat. Salat lege ja hinterm Rad. Es fehlt uns aber noch Spenschen. Hier, der Wagenheber. Hey, da war eine Eule. Die habe ich schon gesehen. Aber ach, so ein Bimmel. So ein klassischer Wedel-Ding hier. Ich komme jetzt auch nicht auf den Namen. Das drehende Auge ist eine Zwiebel. Bimmel. Federn. Ist Inlet. Federn. Nicht eine Lampe, Laterne bestimmt, hä? Das könnte eine Laterne sein, ja, das stimmt. Handfeger. Hand plus Feger? Was ist das? Eine Linse? Ah, Fernglas. Ich finde die Andeutungen eigentlich ziemlich geil. Jeder Fahrer hat mich dabei, hofft sie doch, mich nie zu brauchen. Und der Wagenheber. Ah. Kann man schon mal benutzen. So brauchen wir Ideen, die Eisblöcke hochheben oder was? Alter, das wäre jetzt echt übel. Aber ich kann es mir sogar echt vorstellen. Naja. Wir haben einen Handbohrer und einen Wagenheber. Und jetzt, wir heben das Ding weg oder was? Ach so. Einfach drüber klettern. Ihr seid halt letzte Aufführung vom Schwanensee. Ihr Spinner, wir haben euch. Ram Detective. No, soon we'll be long gone. Naja, ich sei doch noch hier. Das war's für euch. Was ist das ja? Theorie Mord? Was? Was ist los? Ich glaube, ich brauche etwas anderes. Hier kannst du doch hier oben weiterklicken. Brauchen wir einen Beweis oder sowas? Das brauche ich dir. Was war das? Ja, das Bild. Ich habe keine Ahnung. Ja, unsere Hinweise nicht gedeutet, wa? Vorkomme. What are you saying? No, the plan was to leave town and then reopen. Nein, ne, da wollte ich vorab haben, oder? Richtig, ohne dich. Sie wusste offensichtlich nicht, dass Scott vorhat, alleine abzuhauen. Das ist nicht, das war man nicht. Rote Fledi an. Das kennt er, der ist ein Pfeifer. Jetzt kommt der Frische. Ne? Ach, verdammt. Nee. Das will sie alles nicht sehen, warum nicht? Wollte doch nur sagen, dass sie kacke ist. Ne, ja, deswegen ja. Was ist das? Und ich dachte, Scott Patterson hat vor, sein Jordan wieder zu öffnen, aber dies beweist, dass er der erste Aufwärter war. Das war. How could he? We were practicing for the show that would have premiered in that theater. Ja, wollte einfach nur rotlos werden. Genau. Sie wusste auch nicht, dass vom Theater. Und jetzt? Todesursache einfrieren? Nee, das brauchen wir nicht. Was ist denn das hier? Verkaufsvertrag. Ah ja. Aha. Ja, bitte. Da steht nur da, wir liefern hier die Beweise ab. He lied. I can't believe I let him sweet talk me. He said I was the best dancer he'd ever seen. Hä, sie hat ja Bühnenbild mal retten, oder? Okay, wie viele solche Scheißdinger haben wir die noch, ja? Todessache, das war das. Brauchen wir irgendwas? Aktengift, das brauchen wir nicht. Irgendwas, wo drinne steht hier. Vielleicht jetzt so. Komm schon. Nee. Okay. Das ist eigentlich Quatsch. Nicht. Irgendwo muss noch irgendwas draufstehen, wie. Gut, brauche ich nicht oder so. Ja. Nee, ich würde das hier aber. Ach so, ja, na, aber. Immer nicht. Ich flehe dich an, komm zu uns zurück. Michelle ist kein Pfifferling wert. Das? Ah. Nur ist es stinksauer. Liar. After everything I did, I killed Ruth. And I nearly killed Walter too, and now you're just gonna leave me?
Werden Andy umgelegt? Da oder was? Wahrscheinlich. Da muss da draußen kalt. Alles Retro-Polizeiauto. Fish them out of the water, boys, before they freeze. Ach, jetzt sei sie da, um die Lorbeeren abzuholen, ne? Vor allen Dingen haben sie die ganze Zeit gesagt, dass ein übster Schneesturm, keiner kommt mit dem Auto her und keine Möglichkeiten, die zack, vor uns ran. Hier ist immer alles klar, wir haben das Ding gelassen. Was? Ja. Dance Macabre. Auf dünnem Eis. Aber ganz dünn. Das war wirklich dünnes Eis. Ja, zwei Personen durchgebrochen. Team Big Fish. Das Ende kommt ein bisschen schnell, ja? Ich war überrascht. Das ist schnell hier, ja, da findet dich Kacke und dann, oh Scheiße, dann ab ins Eis. Was man ja sagen muss, der große Unterschied fand ich jetzt zum Beispiel zu Artifacts Mundi Sachen, fand ich schon die Wimmelbilder. Die waren halt komplett anders so ein bisschen. Aber eigentlich cool. Aber wirklich cool, ja. Mal was anderes, ein bisschen mit Rätseln noch nicht nur finden, auch wirklich halt viele Wimmelbilder. Das fand ich ganz nett auf jeden Fall. Also auf jeden Fall kann ich sagen, jeden neuen Bereich war auf jeden Fall ein Wimmelbild. Ja. Da, von der Seite her, es ist, hat gemacht, was es verspricht. Es ist ein Wimmelbild. Ja, aber echt. Das ist bei manchen gar nicht so... Ja, eben. Ne? Das ist gar nicht mal so weit. So alltäglich. Ansonsten fand ich es eigentlich ganz geil. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Zeit ein bisschen... Also wir haben jetzt am Stück aufgenommen, das sind jetzt... Ja, 3 Stunden und 15 Minuten. Ja. Wenn man es jetzt mal... Gut, es ist eine Collection aus 9 Wimmelbildern, ne? Ja. Alles gut, da stört es einen nicht, dass jetzt jedes Wimmelbild nicht 20 Stunden oder 10 Stunden geht. Da ist es mal auch ganz nett. Gut, ist ja, ja? Aber nicht, ja, relativ normal. Aber du hast... Stunden? Ich glaube, es war schon ein bisschen länger, ne? Die meisten. So, wenn du zu 10 Euro pro Tag, glaube ich, waren die schon länger. Aber ja, gut, 10, 15 Euro Wimmelbild, was nur 3 Stunden lang geht, ist halt auch vom Geld wert her. Und es gab jetzt auch keine Nebenstory, sonst gibt es ja auch meistens immer ein Bonuskapitel zum Beispiel. Bei den Artifacts Mundi Sachen gibt es immer ein Nachkapitel. Hast recht, ja. Die gab es jetzt auch nicht. Ansonsten war es aber okay, ich fand es eigentlich nett. Also mir hat es mal wieder richtig Spaß gemacht. Das war gut. Also ich kann mich jetzt nicht beschweren, man kann ja mal gucken, ob im... okay, ist jetzt nicht neu. Weitere Spiele, das musst du dann wohl das nächste. Kommst du auf Internetseite von Big Fish Games. Habe ich schon mal ausgetestet. Kannst du gleich ein Abo machen. ganze Tag. Aber an sich, wie gesagt, die Wimmelspiele sind immer wieder was Schönes, gerade wenn man auch so ein bisschen einfach mal rätseln will, gucken will, macht es schon Laune, die Dinger. Also die gehen immer mal. Und in der Länge findest du halt auch an einem Abend, kannst du halt mal so ein Ding auch mal durchballern. Ne? Das stimmt. Ist halt mal angenehm. So, meine lieben Freunde, schreibt rein, wie ihr es findet, ob ihr euch schon auf die nächsten 8 Wimmelbilder aus dieser wunderbaren Collection freut. Wir auf jeden Fall, ab und an wird da mal was kommen. Tja, bleibt uns gewogen und sagt uns, wie ihr fandet. Und bis zum nächsten Wimmelbild. Ciao. Tja, würde ich auch sagen, Leute, nichts beizupflichten. Gängiges Wimmelbild, viel zu rätseln. Also, kann mehr kommen, würde ich sagen. Ne? Also noch ein Jo, bis zum nächsten Mal, euer Bro, und macht's gut.